Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Rage of Empires. Rage of alle Empires! Natürlich auch wieder mit dabei Marco Westenlos und Mara auf unserer Kommentatoren. Bald nicht mehr. Bei Game of Thrones gibt es ja Westeros, bei uns gibt es Marco Westenlos. Sehr gut. Bleib noch mal länger auf Donny jetzt. Bleib noch. Lass den Witz wirken. Heute ganz klassische Folge Rage of Empires. Erst werden Donny und ich gehen an das Spielen und dann das große Match. Marco wird mit seinen kurzen Fingern versuchen, nach der Weste erneut zu greifen. Und du mit deinen dicken, oder? Ich möchte aber eine Sache, dass es als erstes gesagt wird. Heute bitte die totale liebe Regie. Heute haben wir gesagt, wir spielen eine Wassermap und das hat Niklas aufgebaut. Wie geil ist das denn? Wir sind im Wasser. Bitte? Der Niklas kommt noch zu mir heute Nachmittag im Flur. So, er spielt heute irgendwie, Marco hat gemeint, so eine Wasser- oder tropische Map. Und ich so, ja, Team, so als ob er es weiß, Teaminseln. Ja. Dann komme ich hier und sehe das, wie großartig ist das. Großer Applaus. Tatsächlich werden wir heute im Flonny vs. Marco das erste Mal Teaminseln spielen. Also jeder hat eine eigene Insel, ein großes Meer dazwischen. Das heißt, wir sehen Schiffe, wir sehen Häfen, Fische, Wasser. Steife Brise, Wind in den Segeln. Heute ich spüre es in den Haar quasi. Heute geht's auf hohe See. Und ich bin sehr gespannt, weil das tatsächlich, ich habe ein bisschen trainiert und das ändert schon einiges. Es ist komplett anders. Also so viel kann man auf jeden Fall vorher schon mal sagen, Freunde. Jetzt haben wir uns, glaube ich, mittlerweile eine ganz gute Build-Order antrainiert. Ich würde sagen, wir sind Mediocre-Gamer mittlerweile so im Age of Empires. Ich sag mal auf Arabien so. Ich meine, für Marco reicht's locker, das wissen wir ja beide so, aber ist ja noch nicht unbedingt super gut, aber es reicht erstmal. Ja. Aber, und das ist mir klar geworden, diese Woche habe ich ein bisschen trainieren können. Ich hatte leider sehr viel zu tun, ich habe es aber trotzdem immer abends noch versucht hinzukriegen. Hab vielleicht jetzt mal so 10 Partien gemacht mit Wassermaps und es ist Neuanfang, komplett. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich fühle mich wie ganz am Anfang so, oh, ich baue so einen Hafen und einfach so mega auf random, ja, Galeeren sind doch gut, ne? Dann kommt er mit so Brennstoffen, ja, bringt halt gar nichts. Das Beste ist immer, wenn du irgendwie schon ewig eine große Flotte baust und dann merkst, dass du in einem See bist und überhaupt nicht ans Meer kommst. Dann denkst, okay, GG, das war's. Oder so eine riesen Flotte habe ich gebaut und das war wie so 100.000 Plänkler bauen und er hatte halt irgendwie dann sowas wie Mangen, also im Vergleich. Und es hat nichts gebracht. Ich habe dann gedacht, die Flotte wird ihn vernichten, denn das war einfach gar nichts. Die Karten werden neu gemischt, ob das die Tatsache ist, die Marco endlich mal wieder zu einem Sieg lang ist her verleiten wird. In dieser Woche ein Song wurde geschrieben, um Marco extra dazu zu verleiten, endlich anzufangen zu trainieren. Ich würde mal sagen, Marco, Angstlevel, 20 Stunden auf Steam die Woche. Also ich glaube, da hat sich jemand gut vorbereitet. Und auch die Tatsache, ich möchte nicht sagen, die Tatsache, dass wir keinen Cold Opener gesehen haben, weil Marco keine Zeit hatte, weil er mit seinen Fingern über die Tastatur wetzen musste. Ja. Er hat sich vorbereitet und mal gucken, ich bin sehr gespannt, ob er heute eine Chance hat. Ich sag nur mal so viel. Ich habe hier auch in der Redaktion mein Steam offen, so, also einfach am Laptop. Ja. Ich glaube, es war vorgestern morgen um 11. Pseudo spielt Age of Empires. Er ist doch eigentlich auf Arbeit, keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall. Lang, da bin ich doch noch gar nicht wach. Ja, dann hat. Ja, jetzt lüg nicht. Du hast halt trainiert wieder. Nun gut, ein spannendes Spiel mit vielen chaotischen Elementen. Wir wissen alle nicht genau, was uns auf dem großen Ozean erwarten wird. Aber bevor wir das machen, geht es natürlich mal mit einer klassischen Runde, einer zünftigen, ordentlichen Runde. Ja, der Runde. Klassischen, ich spiele Spanier, macht immer genau das Gleiche. Ich baue 4 Kongs, gehe da drauf pff, und renne mal weg. Das kommt jetzt. Genau das seht ihr gleich nach der Werbung. Ich hasse es. So. Also 1-1, Florentin und ich nach der Werbung. Und dann gibt's das große Match auf der See, auf den Teaminseln. Flonny vs. Marco. Bis gleich. Bis und gleich. Mara ist auch dabei. Mara, hi Mara. Und haben wir Rigon. Gesagt. Hey, bis gleich. Rigon ist auch da. Ja, hallo Rigon. Hey, herzlich willkommen zurück bei Rage of Empires. Was ist das denn für ein Nickname, der du hast? Sorry, ich sehe gerade in diesem Moment seinen Nickname. Wie heißt du? Señor Chaleco. Señor Chaleco. Wir sind kurz davor, ins 101 zu starten. Und die Frage natürlich, die sich alle stellen werden, was spielt Donny? Hat er ein neues Volk für sich gefunden? Nee, ich spiele mit dem guten alten Mandatum. Bulden. Dass ich soll. Briten. Ich will ihn. Na dann, liebe Grüße an die Kommentatoren-Couch zu Mara und Marco. Und wir sind bereit. Ich bin selber überrascht, was du genommen hast. Also Spanier auf einmal. Ja. Krass. Und wir spielen Arabien, ne? Arabien, ne? Okay. Arabien, sehr klein, bla bla bla. Okay, cool. Alles klar, dann sind wir jetzt wieder raus. Viel Spaß euch beiden. Ich bin bereit. Los geht's. Ja, Spaß werden wir haben. Mein erstes Spiel heute, muss ich noch dazu sagen. Ne? Ja, Florentin hat schon wieder... Ich bin nicht eingespielt, ne? Wollte ich nur mal sagen. Oh, die falsche Entscheidung.
go, go! So, lecker anknuspern hier. Es mangelt an Holz. Okay. Können wir übrigens, liebe Regie, können wir eine Umfrage machen und voten lassen, wer gewinnen wird? Das wäre cool. Ich starte auch schon mal das Spiel. Okay. Geil, danke dir. Ich glaube, die besprechen noch. Dann gibt es gleich ein Voting, wer gewinnen wird. Gay Life, Donny. Gay Life. Und wer eben dann der Leidtragende sein wird. Was glaubst du? Spanier gegen Brite, Donny gegen Florentin. Wer zieht heute den Kürzeren? Und wer wird auch mal Florentin? Hat schon eine Idee? Also Florentin hat ein paar Mal mit uns gespielt. Ich habe jetzt schon Lex. Florentin. Florentin, wir sind jetzt gerade auf Florentin, der ist Spanier, er ist gelb und in der blauen Ecke hier als Brite ist Donny. So. Grundsätzlich, wie gesagt, die Anfangszeit ist immer ein bisschen träge, ne? Oh, das, was man machen sollte, ist halt, was wir jetzt schon... Sheep-Scouting. Ja, was wir jetzt schon seit so vielen Folgen... Ich glaube, das muss ich ja gar nicht mehr erklären. Ne? Das ist, man macht das sich. Denn, wenn... Achso, nee, jetzt laufst du auseinander. Ich dachte, ja, also macht keinen Sinn, genau. Um die Frage kurz zu beantworten. natürlich willst du halt so nah wie möglich an deiner Base bleiben, um da erstmal alles aufzudecken, was du noch brauchst. Das wir haben noch Monitore, ne? Was ja, ihr? Ihr müsst die Monitor noch ausmachen, das wäre cool. Achso. Ja, und deren Sound brauche ich ja dann hier auch nicht mehr. Die will doch keiner hören. So. Boah, hat er auch gefunden. Ja, ist er schon. Ja, aber wie gesagt, Sheeps fehlen ihm noch. Ja, ist halt wie gesagt. Da kannst du noch nichts ablesen, ob du jetzt eine Katastrophe machst oder nicht. Mhm. Außer natürlich, du sendest dein nächstes Schaf zu spät ins Town Center und dann wird's, ja, dann wird's haarig, weil dann fehlt dir irgendwann Nahrung. Hat er denn schon alle Schafe gefunden? Nö. Nee. Ihm fehlen noch genau 4. Gucken wir mal, wo sie sind bei Florentin. Da haben wir 2 und da haben wir 2. Also das Ding behalten wir mal so im Hinterkopf. Ich glaube, sie sieht er auch nicht, ne? Er wird jetzt aber das ist jetzt die normale Arabienkarte, das ne? ist normal Arabien. Arabien kann immer entweder Wüste sein oder es kann eben eine Graslandschaft sein. Oder man nimmt eben Green Arabia. Das ist halt für Anfänger sehr, sehr toll, ja. Weil Green Arabia ist so aufgebaut, dass du immer genug Ressourcen hast, immer alles nah beieinander hast. Also wirklich, das ist eine schöne Anfänger. Da sind die Schafe einfach am Anfang auch schon näher dran und genau. Alles ist näher dran. Es ist einfach alles ein bisschen angenehmer für einen Anfänger. Gucken wir mal bei Donny rein. Guck mal. Dann haben wir schon 4 Schafe. Also 4 weitere Schafe. Die fehlen dem lieben Florentin. Und hier hat er auch sein Bohr und unfassbar tolles Tier. Oh, die kannst du halt reinlernen. Also einfach Scout immer dahinter stellen und wegjagen und dann ein bisschen. Meinst du, er macht das? Nö. Nee, ne? Das hat er, glaube ich, noch nie gemacht. Das sieht gut aus. Schöne optimale Wege. Das sieht auch gut aus. Das ist halt, wie gesagt, also die. Man muss wirklich sagen, das Opening haben die beide langsam drauf. Das ist scheiße. Das sollte nicht passieren. Das braucht er auch nicht machen, dass er jetzt hier Holzfällen geht. Das kriegt halt ein Holz vielleicht noch. Obwohl, ja, ein bisschen mehr, aber. Wenn er jetzt. Er droppt. Guck mal. Ein bisschen Holz noch geholt. Und wer hat den besseren Spot von Beinus? Was meinst du? Also Donny. Also, das sieht jetzt gerade wirklich klar nach Donny aus. Ah, guck mal, aber das hat er sich auch angewöhnt, ne? Was denn? Ohne Webstuhl jagen. Kostet halt auch eine Zeit. Das finde ich ein bisschen. Ein bisschen nah an der Mühle, aber bei wen juckt's? Mühle kann man so machen, aber das Ding ist halt. Ist nicht cooler zum Quickwall? Wenn du dann das Haus da schon... Sehen? Reicht ja, wenn du hier einmal Quick Walls, dann hast du ja hier schon alles angesperrt. Du brauchst ja nur dir eine Palisade, um dann zu Quick Wallen. Aber ich glaube auch nicht, dass Florentin einen Drush spielen wird. Aber gucken wir doch mal bei Florentin rein. So. Auch eine interessante Mühle. Hätte ich fast schon eher so an die Ecke hier gebaut, dass du... Obwohl, schwierig. Also sehr, sehr komische Büschel. Kannst du in diese Ecke vielleicht bauen, dann hast du wenigstens die beiden Büsche, die du abarbeiten kannst. Ein schönes Gebüsch. Ja, ein schönes Gebüsch hat er da. Ja, guck mal. Aber nur 2 auf den Berries und er hat Loom, aber hat auch schon hier ordentlich, guck mal, wie angeknuspert. Ja, ist die denn? Ach, 6 HP hat sie noch. Und guck mal, jetzt passiert genau sowas, was du nicht haben möchtest. Dein Bohr ist fertig und der andere, der steht halt hier oben noch, ne? Guck mal, und weißt du, was dahinter sich noch verbirgt? Noch weitere Schafe. Gibt es eine bestimmte Zeit, wenn man, oder ich sage, der eine Bohr hätte irgendwie noch 100 und dann soll man den nächsten 100? 160, 170. Also dann wenn, schon? Genau, wenn dein einer Bohr bei 160, 170 Nahrung ist, kannst du mit dem nächsten Villager sofort losgehen. Das würde ich auch nicht machen. Warum? Es kann jetzt passieren, dass der draußen landet. Nee, hat er noch Glück.
Aber guck mal, die haben jetzt so weite Wege, bis sie wieder zurück sind. Naja, naja. Ja, aber wie gesagt, das Opening sieht gut aus. Aber das Opening... Wo läuft da unten hin? Ja, hier, weiter ins Lumbercamp. Das Opening spielst du nicht so auf Wasser. Also wenn sie hier auf Wasser eine Mühle bauen, dann sind sie schwer im Nachteil. 100 Holz weg. Du brauchst noch keine Mühle in der Feudalzeit. Du hast Fischer. Und die solltest du natürlich auch... Also aber die Fischer laufen dann zum TC und nicht zur Mühle, oder was? Oder, die Fischerboote. Oder Fischerboote, Boote. Okay. Du hast einen Hafen und den brauchst du ja auch auf Wasser. Und der kostet 150 Holz. Eine Mühle kostet 100 Holz, ein Fischerboot kostet 75 Holz. Mhm. Und das kostet dann alles, wie gesagt, also eine Mühle bringt schon sehr, sehr viel in deinem normalen Wasserbild dann durcheinander. Also würdest du gar keine Mühle dann bauen, oder erst später? Die baust du dann in der Feudalzeit später. Okay. Um dann Ritterzeit zu kommen. Aber hier, wie gesagt, hier natürlich auf Arabien kann man das machen, muss man sogar machen, aber zwei auf den Berries, ein bisschen wenig. Also das wird ihn auch auf jeden Fall die Zeit kosten. Hat er vielleicht irgendeine Special-Taktik, dass er jetzt so viele auf Holz hat? Nee, er hat einfach eine Holzpanik. Also viele. Guck mal, hier sind drei. Vorhin auch wieder so ein Spiel gehabt, wo er sich beschwert hat, dass er kein Holz hat. Dann habe ich mir die Wege angesehen. Guck dir das mal an hier. Ja, guck mal, der muss jetzt hier rumlaufen. Immer so. Und der wird halt diesen Baum so lange bearbeiten, bis der weg ist. Und das sind 100 Holz. Und der sammelt ja immer nur 10 pro Schritt. Mhm. Also dann muss er 10-mal diesen Weg laufen. Oh, Junge, Junge. Ja, aber hier, wie gesagt, sind 3 und hier sind 6 drauf. Ne? Und hier, Quatsch, 5. Ach, guck mal, das reicht dem Herrn Will auch. Was hältst du von der Taktik, also dass du da nicht da unten ein Holzlager aufmachst, sondern komplett woanders? Wie komplett woanders? Ja, du gehst das ist ja komplett woanders. Nee, ganz woanders. Also selbst wenn du dann... ineffektiv, dauert viel zu lang. Guck mal, du meinst jetzt, dass du jetzt zum Beispiel hier ein Holzlager machst, hier oben? Ja, so ganz woanders, wo er nie... Ja, aber das kannst du ja auch nicht... Oh. Warte. Oh. Na gut, goodbye! Ah, oh. Mein Gott! Ah, das Voting läuft auch. Leck mich! Ich bin auch gespannt. Ich kann ja immer nicht auf den Bildschirm gucken. Das muss ich mal ein bisschen rüber gucken, wie das Voting dann aussieht später. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Können wir ja noch eine Weile laufen lassen. Fuck! Ja, aber das war jetzt auch selten dämlich. Sorry. Aber der stand ja wirklich jetzt hier direkt im Feuer. Kann passieren. Es passiert jedem. Es passiert sogar dem Besten teilweise. Aber da stehen die nicht unter dich rum, sondern laufen ins Dunkel, ins TC. Und dann laufen sie weg. TC so ganz woanders hinzubauen, ist das eine gute Idee? Wie jetzt? Moment. Also, erstmal bleiben wir bei der einen Frage. Wenn du halt ein Lumbercamp irgendwo anders hinbaust, sagen wir jetzt mal hier. Was meinst du, was passiert, wenn da ein Scout Rush hinkommt? Naja, aber wie viele Villager aber dort normalerweise überleben? Guckt er da ja nicht, oder? Also, na, wenn du es halt einmal siehst. Vor allem, wenn der Scout jetzt schon tot ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sehe, dass hier Bäume abgeknickt sind, dann gehe ich da mal gucken. Ja, sein Scout ist ja jetzt weg. Er wird ja jetzt nicht mit einer Person. Ja, aber das ist, guck mal, was musst du denn für einen langen Weg machen? Das ist doch viel schöner, wenn du alles hier schön beisammen hast, deine Wirtschaft kontrollieren kannst und deine Villager safe sind. Wenn sie irgendwo in der Prärie irgendwas arbeiten, dann habe ich doch gar keine Kontrolle mehr über die. Dann können die halt jederzeit verrecken. Und begegnen vielleicht noch 3-4 Rickons auf dem Weg. Na, dann ist aber auch vorbei. Es sei denn, du bist Ungarn. Die können nämlich schön. Es sei denn, du bist ein Ungarn, der dir einen Wolf mit nur einem Schlag erledigen. So, gucken wir mal, wie es bei Donny aussieht. Also Florentin, sehr späte Zeit für 27 Pop. Will natürlich was ganz Besonderes spielen, uns heute überraschen. Er ist schon jetzt auf Stein. Ich glaube, heute Spiel wird er uns überraschen. Der wird eine Burg bauen und auf Conquistatore gehen. Ich glaube, da können wir, das wäre krass, wenn er das ausnahmsweise mal genau so macht. Das wäre schon wirklich was ganz Neues. Exklusives. Gucken wir mal bei Donny rein. Ja. Donny ist auch schon auf dem Weg in die Feudalzeit. Hat viel mehr Nahrung. Hat viel mehr Nahrung als Florentin. Findest du das gut, dass die Steine rausgebeult sind? Ja, hättest du jetzt noch diesen Stein mitnehmen können. Guck mal. Ist halt jetzt ein bisschen billigerer Wall. Also wir reden hier von einem Holz pro Wall. Also ist jetzt nicht, dass du sparst, aber du hast ein bisschen Stein mit in deiner Base. Mhm. Im Grunde genommen brauchst du den Stein jetzt aber noch gar nicht in der Feudalzeit. Jetzt muss ich rauf. Klick, 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 klick. Ja, ist untätig. Sehr gut. Guck mal, die kleinen Bodenfähnchen hier. Ah, herrlich. Die sind ja auch aus. Bodenfähnchen gibt es überall. Genau. Und ja, du brauchst den Stein ja noch nicht in der Feudalzeit, weil du brauchst keine Castle, er will nicht Tower rushen. Hm. Das Einzige, was ihm jetzt fehlt, das merkt er jetzt, ist ein bisschen Holz für ein Feudalzeitgebäude, also ein Militärgebäude. Ja. Da ist er ein bisschen zu krass auf Gold, der hat da schon 5 Stück drauf. So viel Gold brauchst du noch gar nicht. Da reichen 3. Will er vielleicht auch Archer bauen? Nee, jetzt baut er erstmal eine Schmiede. Guck mal. Also im Endeffekt kann ich mir schon vorstellen, was er im Hinterkopf hat.
im Hinterkopf hat er, der Florentin, der greift doch in der Vorteilzeit eh nicht an. Da kann ich also ganz in Ruhe machen, was ich will. Gegen den Willen. Also ich kann mir vorstellen, dass er gleich Bogenschützen baut. Dann ist es sehr spät. Also ich meine, er baut jetzt eine Schmiede, warum auch immer. Wenn er Bogenschützen bauen wollte, dann würde er erst die Archery Range, dann die Schmiede bauen. Jetzt kommt sie. Na? Oh, 65% Florentin und 35% Donny. Eieiei, na, Chat hat sich festgelegt und wir haben hier ein paar kleine Löcherchen auch im Wall drin. Da gibt sich der O'Sullivan gar nichts und lässt halt so eine kleine Lücke da zwischen Häuschen und dem Palisadenwald. Das hat er das jetzt gesehen. Das muss er sehen. Also der Florentin. Ich weiß ja nicht, wo er ist. Sag mal, wie viel Nahrung liegt denn hier rum? 19, na gut. Hat auch hier eine, wie gesagt, Mühle gebaut an seinem Tier. Ja, komm, kannst du machen. Nur, wie gesagt, kostet das 100 Holz und die Holz. Das bitte Holz hat, Kaugummi raus. Oh, Entschuldigung. Danke. Er hat halt 100 Holz. Moment, ich leg's mal hier rein. So, Entschuldigung. Und 100 Holz kosten diese Mühle und das, wie gesagt, hast du jetzt eben nicht. Die hättest du auch einfach so abfrühstücken können. Also die, so weit war der Weg jetzt nicht. Das geht schon. So, das einzige Problem, was jetzt Donny eben hat, ist, dass seine Wirtschaft Grütze ist. Richtige Grütze. Warum er die zweite Archery Range so weit hinten baut, puh, verstehe ich auch nicht. Also er hat eine hier vorne, eine hier hinten. Hier hat er ein kleines Loch im Wall. Oh, warum nimmt er die denn nicht zum Wallen? Ja. Classic Donny. Ach, ne. Auf jeden Fall muss er das Loch sehen. Hier hat er noch ein bisschen größeres Loch, womit er sich noch beschäftigen sollte. Oh, ich guck mal hier. Weißt du, es ist ja nicht nur das eine Schein. Nee, ach, hier hat er den. Hat er Glück. Ich wollte gerade sagen, ey, das sah gerade so aus, als wäre hier noch eins. Heieiei. Das Problem wird sein, wenn die Konquistatoren kommen, die stellen sich hier hin. Oh, ja. Gucken wir mal, was Florentin vorhat. Er ist schon auf dem Weg zur Ritterzeit. Hat schon fast genug. Hat sich auch eingewallt. Ja, ist auf jeden Fall besser als Donny. Mhm. Guck mal, das frage ich mich jedes Mal. Was steht denn da? Ein Plänkler. Weil er damit rechnet, seine Theorie ist, ich rechne immer mit Bogenschützen. Florentin? Come on, und gegen sowas habe ich verloren. Das ist echt eine Frechheit. Mhm. Ansonsten muss man aber auch, wie gesagt, Florentin immer loben. Weil er spielt es echt eigentlich viel runter. Also, er macht es halt wirklich, er macht sehr, sehr viel richtig. Guck mal, hat jetzt auch ein bisschen sein Holz angepasst. Hier sind jetzt vier drauf. Wie sagt ihr mal, Chaleco heißt auf Spanisch Weste? Keine Ahnung, ob das stimmt. Senior Weste? Ich glaube schon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Florentin das irgendwo auf einer Google-Seite mal Chat, könnt ihr das nochmal nachprüfen, ob das wirklich Weste heißt? Ja. Ja. Also ich glaube schon. Ich kann es mir gut vorstellen. Er wird es mal erleben müssen, wie er zu mir war, als er gewonnen hat das letzte Mal. Wie er zu mir runtergekommen ist. Heute weht ein anderer Wind auf See. So, aber wie gesagt, Florentin, das muss man ihm auch wirklich mal lassen. Er spielt es jedes Mal runter und es klappt. Jedes Mal kriegt er das so einfach hin, ja, dass er halt die Burg bauen kann, dass er seine Kongs bauen kann. Und jetzt muss auch die Burg langsam raus. Die würde ich am ehesten vielleicht sogar hier hinstellen. Oh, X-Achse geht es prüfen, ob das jetzt stimmt. Ja. Was sagt das über dich aus, okay, Marco? Ja, es sagt über mich aus, dass ich halt da unkonzentriert war und Chat sagt ja, es ist Weste. Ah, Chaleco Weste. Nun gut, mal sehen, wie lange er diesen Nick noch behalten darf. Er ist erstmal haust. Die Burg steht auch noch nicht. Edit jetzt Ritter. Chat confirmed. Baut immer noch nicht seine Burg. Ja, jetzt ist er aber ein bisschen spät dran, guck mal. Es geht ja richtig auf Gold. Für die ich meine, das ist schon mal eine gute Idee. Was kommt da? Achso, er hat zwei Ritter. Nee, Donny macht erstmal nichts. Er ist schon 400 Punkte, liegt dahinter Florentin. Ja. Hier ist noch sein Scout. Ach, reitet er jetzt los, mein Ritter? Kleiner Ritter? Ja, aber. Zwei Ritter sind noch Rush. Wenige, ne? Also, guck mal, jetzt kommt ein Dorfzentrum erstmal. Ja. Wir haben zwei Idle Villager. Aber ich frage mich, will er heute doch keine Burg bauen? Will uns Florentin richtig überraschen und in die Irre führen? Kommt da keine Burg mehr? Vielleicht möchte er auch mal eine Offensivburg bauen. Mit den zwei Rittern hier? Nein. Ach, guck mal. Was ist das denn da? Das ist eine Weste. Hier liegen Westen rum. Ach so, anstatt Reliquien? Genau. Ja. Das ist so ein Frankenstein-Spiel. Was denn? Das ist doch wundervoll. Na gut.
Auf jeden Fall, Florentin steht jetzt hier mit seinen Rittern rum. Gucken wir mal bei Donny rein, der immer noch in der Feudalzeit verweilt. Ja, der wird jetzt gerade auch hier vom Scout angegriffen. Hier steht jetzt ein Bogenschütze, noch ein Bogenschütze. Also wir haben da, jetzt da vier, sind jetzt viele. Da hinten. Hier. Eieiei. Ja, also wenn die zu Arbalestenschützen werden, dann können die auch Konquistatore abwehren. Vor allem, guck mal, was er jetzt für eine Masse hat und wie viele Konquistatore Florentin hat, nämlich noch gar keinen. Er geht auf Holz und Gold die ganze Zeit, ne? Also schön will er. Guck mal. Was baut er da? Er will jetzt ein Towncenter bauen. Na, guck mal. Guck mal, das ist aber auch nichts, ne? Er weiß doch, was hier. Ne, er hat dazu gemacht. Guck mal, das Loch ist jetzt zu. Aber. Er setzt jetzt hier und hier einen Wall hin, also einen Palisadenwall, dann ist es gewesen. Wenn er nur das Haus baut, dann kommt es rein, ja. Schön reagiert. Jetzt will er schnell das Haus bauen und verpasst. Oh nein. Ja, das ist halt dieses Ding. Du musst es ja nur einmal anhauen, dann sind sie ja schon geblockt. So, und jetzt hat er den Salat. Aber geh doch mit den Archern jetzt da rauf und ver. Was? Bist du des Wahnsinns? Kämpf! Warum? Kämpf, du Feigenuss! Ach, das ist doch nicht sein Ernst. Jetzt hat er all seine Bogenschützen da einquartiert. Was will er, ist das denn? Will er vielleicht nicht, dass er die sieht? Die hat er doch gesehen. Ich meine, und welche große Überraschung, dass du als Brite Bogenschützen baust. Ah, Mensch. Hier, versteck dich, ich hab gar keine Bogenschützen. Ich hab gar keine Bogenschützen. Lalala, das sind super viele Dorfbewohner drin. Hihihi. Und den einen Spearman kannst du auch fighten fast schon. Obwohl, willst natürlich Schaden machen. Hier ist auch nochmal offen. Guck mal, jetzt kommen hier Armbrustschützen. Jetzt. Der hat darauf gewartet, dass sie Armbrustschützen werden. Wir haben jede Menge untätige Dorfbewohner im Town Center. Hat er Daumenring. Jetzt kämpft er da oben auch gegen den. Ja, mit einem Spearman, der jetzt gerade umgefallen ist. Der ist natürlich weg. So, hier kommen sie jetzt. So, kommt jetzt schon Bodkin Arrow. No, hat er auch gar keine Nahrung. So, jetzt hier runter. Nein. Nein. Ach Mensch. Da zum Beispiel alle markieren, Q drücken und dann einmal nach vorne mit der linken Maustaste. Also bei Q kriegst du eine Fahne und dann mit der linken Maustaste einmal nach vorne drücken, dann bist du im Patrouillieren-Modus. Und. Yay. Ja, yay. Oh, da hinten kann er ja auch wieder durch. Naja, hier hat er ja freigemacht für seinen Town Center. Ja. Das ist ja nicht so schlimm, aber das ist halt so also ein Move hier, wo ich denke, na, der stirbt auch, komm. Komm! Boom. Was macht der Florentin noch in seiner Base? Florentin, wir schauen mal bei Florentin rein. Senior Weste. Ja, die Burg steht. Die Burg steht, das ist ja kein großes Wunder. Und guck mal, jetzt zähl mal jetzt durch. Geht's los. Ja, jetzt zähl aber mal durch, wie viele Konquistatoren. Ja, vier. Schau mal. 1A, nach Adam Riese. Aber guck mal, wie viele Bogenschützen doch Donny gerade hat. Und wenn er darauf trifft, ja, die machen das fertig. Das ist dann vorbei. Vor allem die Bogenschützen von Donny. Ah, wo sind sie denn? Aber sind langsamer, ne? Guck mal, die haben jetzt 7 Reichweite gegen 6 Reichweite. Brite, ne? Schon sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, wirtschaftlich, glaube ich schon, dass Florentin gerade vorne ist und jetzt addet er natürlich die Elite-Plänkler mit Defensiv und auch dem ersten Offensiv-Upgrade. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen haarig, wenn. Jetzt geht er vor mit seinen Bogenschützen? Mit den Armbrustschützen? Meinst du? Gucken wir mal. Also, ich guck mal bei Donny rein. Donny. Ja. Hey, komm. Ja. Aber ich würde doch bitte warten, bis ich Bodkin Arrow habe. Also das +2 Angriffs-Upgrade auf den Bogenschützen. Sonst fallen die doch um. Und würdest du da jetzt auch noch Dorfbewohner mitschicken, dass die dann offensiv noch irgendwas bauen? Also bei 900 Holz kann man drüber nachdenken. Oder man baut halt ein paar Felder. Also Felder. Jetzt hat er irgendwas gebaut. Jetzt ist gerade sehr viel Holz weg. Ja, er hat hier erstmal ein Towncenter gebaut. Towncenter gebaut. Und zwei Felder. Also kann er noch mehr Felder adden, wenn man merkt, das habe ich auch von Albi gelernt. Ich habe jetzt die letzten Tage mit Albi, einen der besten österreichischen Spieler, getrainiert. Er ist Top 50. Habe ihn mal gefragt, bist du besser als Leeray? Also den besten österreichischen Spieler? Er so, nee, Leeray ist Top 3. Hurra. Ja. Und er so, Top 50, meint er, ist er schon. Jetzt hat er da oben zwei stehen lassen, ne? Genau, hat er vergessen. Aber der meinte auch, wenn du darfst kein Holz stacken, wie jetzt schon wieder. Wenn du das merkst, sofort ganz viele Felder adden. Ganz viel Nahrung, dass halt das Holz wegkommt. Nämlich, du willst jetzt keine Ressourcen stacken. Guck mal jetzt hier rein. Ja. Oh, jetzt guck mal. Oh. Ui. Oh. Ui. Guck. Nein. Guck. Wie sie fallen.
Und so wie es aussieht, hat er auch. Ja, das werde ich jetzt natürlich lassen. Also ich meine, ja, aber du weißt doch, ja, aber du weißt doch, dass Florentin dahinter Conquistatore stehen haben wird. Und guck mal hier, das kann er auch nicht fighten. Das kann er auch nicht fighten. Weißt du, was du da machen könntest zum Beispiel? Das werde ich auch mal gerne sehen. Ein Brite. Oh, guck mal, das fighte bitte. Du bist uphill. Fighte das. Kriegt das mit? Er kriegt es nicht mit. Das tut ja auch überhaupt nicht weh. Fighte das doch, das gewinnst du. Oh nein, bald nicht mehr. Oh nein, er läuft in die Burg. Ja, jetzt hast du diese doch, ja. Er bleibt im Burgfeuer stehen. Ja, das ist natürlich dann. Er stand eben uphill, er war hier. Das hätte er fighten können. Genau, und jetzt einfach Hit and Run. Spiel mit ihm! Ja, das wird nichts mehr. Ja, jetzt verliert er den Fight. Hat natürlich auch plus zwei hat er auch. Das defensive Upgrade, aber das verliert er jetzt. Macht Florentin auch gut, muss man wirklich sagen. Also das Hit and Run, das kriegt er ganz gut hin. Das, was er aber nie macht, und das wird auch auf Wasser spannend, Petrol. Du musst auf Wasser Petrol benutzen, dass sich deine Schiffe stacken, sonst machen sie so einen Halbmond um deine Gegner rum. Ja. Und das willst du nicht. Das willst du einfach nicht. Ja, Donny auf jeden Fall jetzt hier in der Bringschuld. Ja, da wird das Upgrade der Elite-Plänkler geklickt. Aber es fehlt an Holz. Es gibt ein Loch. Und Donny weiß es immer noch nicht. Doch, jetzt merkt er es. Ja, auch hier neues Lammercamp bauen. Mensch, Junge. Ja, auch nur ein Idle Villager, das ist gut. Naja, ich glaube, er hat damit gerechnet, dass er jetzt ein bisschen mehr Schaden macht mit seinen ganzen... Ja, aber ich meine, so spät, wie du da losgehst. Wir sind jetzt gerade in der 31. Minute in-game. Hm. Das ist ein bisschen... Ja. Aber wie gesagt, da mit den Zweien hin? Ja, ich weiß nicht, die gehen auf Wanderschaft. Ach, gucke, die sehen jetzt das zumindest. Oh nein, ja, das kannst du hier vergessen. Also Conquistador kommen sehr schnell durch so ein Holzwein. Ja, die sind weg. Boom! Ja, schwierig. Da, was machst du jetzt, Mann, ne? Ich spiel so schlecht. Ja, das tust du wirklich, Donny. Also das ist... Ach, guck mal, jetzt müssen aber die Plänkler auch rauskommen, ne? Die müssen auch gebaut werden. So, Mensch, wenn er da jetzt reinkommt, dann nervt er erstmal wieder richtig mit. Oh, er ist schon durch. Natürlich, das dauert ja nicht lang. Die haben 18 Angriff. 16 jetzt gerade noch. Ja. Glaube, drei Plänkler sind zu wenige. Haben sie 18 dann als Elite? Weiß ich gar nicht. Ja, das ist ein bisschen wenig. Das gewinnst du nicht. Du machst ein bisschen Schaden, ja. Aber guck mal. Und wir einfach immer. Das macht Florentin auch wirklich gut. Da muss man ihn nochmal richtig doll loben. Das Hit and Run mit den Konquistatoren ist jetzt auch nicht schwer, aber. Das vor allem, er muss ja immer nur warten, bis er 5 Konquistador hat und dann kommt er damit in ein Lager und nervt einen zu Tode. Genau. Gucken wir mal, was Florentin sieht bei Donny. Sieht ja alles? Nee, hier hinten, guck mal, hier hinten hat er gar nichts gesehen, dass da noch ein weiteres Lumbercamp ist. Deswegen zieht er sich jetzt zurück und kann in aller Ruhe kann er viel, viel mehr Konquistatoren zwecken. Ja, das ist vorbei. Das ist vorbei. Punkte Vorsprung. Zu krass. Also auch wenn Donny immer trainiert... Florentin ist mit den Spaniern so gut eingespielt. Ja, da kommt immer dasselbe und dann war's das. Also was zum Beispiel in der Imperialzeit Konquistatore zum Beispiel kaputt machen, sind Arbalestenschützen zum Beispiel. Mhm. Ja, dann Handkanoniere sind auch nicht so dermaßen schlecht, fallen natürlich ein bisschen schneller um, sind aber auch ein bisschen günstiger, weil die haben mehr Range. Müsste Florentin jetzt offensiv noch irgendwas bauen? Ja, wäre ganz gut, wenn er jetzt hier noch eine Waffenschmiede hätte hier und dann könnte er sich da durchrammeln. Das wäre dann von Vorteil für alle Seiten. Währenddessen, okay. Guck mal. Hier steht auch noch mehr Konquistatore rum. Hier stehen noch zwei Bogenschützen rum. Also, Halleluja. Und selbst mal, er hat ja nur 5 Stück hier, ne? Und die 5 Stück setzen eigentlich Donny schon GG. Und Donny muss auch mal gucken, was seine Einheiten hier machen. Nämlich, das ist ein bisschen, was ist denn das? Kämpfe doch und geh hier hoch. Hast du Ballistik? Ja, er könnte zum Beispiel, also Donny könnte immer versuchen, ganz nah an die, also Florentin könnte versuchen, ganz nah an die Skirmisher ranzugehen, weil waren ja noch nicht so viele, weil die brauchen ja einen Mindestabstand. Jetzt kommen ja seine. Ja, jetzt ist aber hier mal langsam Sense. Guck mal, da ist doch bestimmt also, wenn schon. Wenn jetzt noch ein Offensiv irgendwie ein Lager Marx, ja. oder ein Marx, dann ist natürlich. Aber guck mal, das ist doch jetzt aber Ende Gelände. Aus die Maus, das war's. Hey, komm. Ja, das ist GG. Das ist GG. Und ja, Condottiere kontern Schießpulvereinheiten. Aber ja, ist natürlich schwierig. Ja, GG! Leider so ein schlechtes Spiel. GG. Schlechtes Spiel.
Wow. Senior Weste. Alter, so ein schlechtes Spiel von mir. Ich will gar nicht drüber reden. Es ist ja, war eine Katastrophe. Ja. Alter, ich habe so viele dumme Sachen gemacht. Guck mir mal, ey, ich bin komplett am Ende. Ich darf nie wieder uneingespielt. Ich brauch dich noch, Donny, ey. Es ist keine Ausrede, aber ich spiele nie wieder uneingespielt. Das ist ja, ich hab so gezittert am Anfang, hab so dumme Sachen gemacht. Alter. Ja, und ich komme ganz oft uneingespielt. Guck mit mal. 23 Dorfbewohnern hochklicken ist so mega dumm und dann diese Mauer so richtig scheiße und dann, echt. Und dann baust du eine Schmiede vor deiner Archery-Range? Ja, und dann die Bogenschützen auch so mega offensichtlich, dass er da nur Plänkler baut. Nee, Kongsbild. Welche Überraschung. Ja, Florentin hat mich wirklich überrascht, baut diesmal eine Burg und Konquistatore. Also, ja, nicht schlecht, krass. Hat nicht mitgerechnet. Ja, never change a running system. Aber tut mir leid, bitte. Also, es ist so frustrierend. Ich habe mir so viel aufgebaut und dann machst du ein so ein Spiel und es ist alles wieder. Der kann ja gar nichts. Hey, es geht nicht um Donny, es geht um Flonny. Und die eigentliche Qualität sind wir beide, ja? Die wir uns jetzt zusammenschließen gegen die Weste, gegen die ehemalige Weste, die nicht mal mehr die Weste ist. Was ist er noch? Motivier mich. Komm, was ist er noch? Was ist er noch ohne die Weste? Gar nichts mehr. Was ist er denn? Gar nichts. Wir haben ihn zweimal in Folge besiegt. Ja. Glaubst du, er gewinnt jetzt oder was? Wir machen ihn fertig jetzt. Ja. Glaubst du, Wasser stört uns oder was? Oh, H2, H2O. Und dann bin ich ein bisschen nass. Ist scheißegal. Bin ich ein bisschen nass? Oh, ich bin aber trotzdem gerade, ich bin psychisch in einer ganz komischen Situation gerade. Ich bin wirklich so sauer. Aber ich kann diese VOD nicht gucken. Das wird so, ich weiß bei jedem Fehler, jetzt sagt Marco gerade, oh. Was ich immer höre, wenn ich hab oft oh gesagt, ja. Oh, jetzt lässt er die Bären. Oh, jetzt geht er von den Bären und geht jetzt noch mal höher. Was ich immer höre, während wir spielen und Marco kommentiert, ist, dass Marco sagt, ja, wenn die gleich so spielen, dann wird's ja einfach für mich. Hundertprozentig hat er das gesagt. Hundertprozentig hat er das gesagt. Mehr als einmal gesagt. Hab ich nicht gesagt. Ey, aber ich heute nicht. Ich möchte auch mal dazu sagen, ne, also für den, ich hab's jetzt nicht gehört, was Marco kommentiert hat, ne? Ja, kannst du dir im VOD ansehen. Aber ich würde mal jetzt schon mal sagen, für alle, die jetzt irgendwie eventuell kommentiert haben, dass ich meine Bären nicht gegessen habe. Das sind besondere Bären. Ich wollte mir die aufheben. Das sind Bären, die ich dachte, die sind so schön. Da gehe ich lieber jagen, habe ich mir gedacht. Ja. Ich habe original 4 Dorfbewohner von den Bären einfach so völlig ohne Grund abgezogen, eine Müll gebaut und dann mit denen gejagt. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann war ich auch psychologisch am Ende. Dann hatte ich wirklich die Bären nee, dann, den Rest gegeben, dann war ich wirklich so, dann war ich bei jeder Aktion verunsichert und war ja nur der Defensiv. Ich greife ja eigentlich normalerweise gerne an am Anfang. Nichts, einfach. Ey, ich war aber, Spiel bitte abhaken. Oh, guck mal, das ist ein Kaffee-Archer. Ich war tatsächlich so unglaublich paranoid, dass du mich Tower Rushst. Mein Speer cool. ist die ganze Zeit um meine Base gelaufen und hat nach Tower Rush gescoutet, weil ich dachte, irgendwo kommt er. 100%. Ich habe meinen Scout verloren. Ach, egal. Naja. Das hacken wir ab und passiert wir mal. Wir machen jetzt noch ein kleines bisschen Pause, schauen uns dabei nochmal an, wie viele verschiedene Schiffe es gibt und was man alles auf Wasser bauen kann. Und, hast du noch nicht nachgeguckt? Ja, machen wir gleich. Blau. Und dann geht's gleich weiter mit Flonny on Ice, wie wir gegen Marco die Weste verteidigen. Marco ist cool. Bis gleich nach der Werbung. Also da muss ich für das große Flonny vs. Marco-Match. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Age of Empires. Eine kleine Sache, bevor wir starten. Ich möchte euch teilnehmen lassen am Privatleben. Viel zu lang her, dass er gewann, wackerer Lord Westenmann. Kennst du das nicht? Westenmann, Lord diese Woche hat jemand einen Westenmann-Song geschrieben. Endlich zu trainieren an, viel zu lang her, dass er gewann, hochlebe Lord Westenmann. Ah, jetzt so ein Mädchen. Ihr seid besiegt, oder nun gut, wir halt, das heißt, suhlet euch nicht in euren Kram. Ja, draus vom Walden komm ich her. Ich brauche ein Mäd. Sehr gut. Ja, warte, das will ich jetzt aber kurz erzählen, ne? Meret gar trefflich die Untertan. Schafft Riefel und Tumpheit und haltet dann das Heim. Vor allem mit dem Playmobil-Männchen fließen wir heute. Marco. Kennst du Play-Doh? Ey, wir müssen den diese genähte Play-Doh. Das läuft jetzt 3 Stunden so. Ich war selten so motiviert wie heute. Vielen Dank, Zwischenton, für diesen tollen Song. Ich war selten so motiviert wie heute zu gewinnen. A, super schlechte Leistung, muss ich wieder gut machen. B, diese fucking Scheiße eben. Ey. Und vor allem, ich muss es kurz erzählen, wir in der Pause gerade so, den Original so. Also die Arroganz in personifiziert einfach so. Guckt so original auf die Uhr, sagt so, geil, wir haben noch eine Stunde. Können wir ja zweimal Spiel gegen Marco spielen, oder? So. Und dann nuschelt er hinterher, original so. Ah, ich glaube, nächstes Mal muss ich früher gegen dich gewinnen.
Alter! Ey, was ist mit alles nicht so ernst gemeint. Also alles nicht ernst gemeint, sonst würde ich es nicht erzählen. Das ist ja der grausamste Mensch auf Erden. Ich hab die Weste. Wir haben die Weste. Ja, wir haben die Weste noch, ist wie der Ring. Das der macht einen böse. Der macht einen böse. So. Gut. Ja. Es geht auf Wasser, es geht auf Teaminseln. Das heißt, jedes Team hat eine Insel. Das heißt, Marco ist alleine auf seiner Insel. Ja. Und wir sind auf Flonny Isle, haben zusammen eine Insel. Genau, Marco, wichtige Frage. Hast du einen Volleyball dabei, mit dem du mit einer roten Hand was draufmalen kannst, damit du ein bisschen was zum... Ich bin ja nicht gestrandet, ich bin halt ein Herrscher einer Insel. Aha. Und bald von zwei Inseln. Okay. Also ihr werdet stranden, vielleicht müsst ihr dann... Ich habe Feuer gemacht! Ja, das müsst ihr euch antrainieren. Das mache ich, wenn ich ein Haus von dir abbrenne, das ist das Erste, was ich sage. Ich habe Feuer gemacht! Ja, brenn ein Haus von Florentina ab, am besten das Town Center. Nein. Das Mangel bauen und nicht brennen. Ja, ihr merkt schon, ich will heute lieber labern, weil ich so schlecht drauf bin, dass ich gar nicht traue zu spielen. Ey, die Küstenbrise macht dich wieder ganz frisch. Das heißt, wir werden heute Schiffe bauen müssen. Was würdest du sagen, Marco? Wie gut bist du auf Schiffmaps? Hast du die Hotkeys installiert oder bist du bereit? Ich habe die Hotkeys installiert. Ja, Florentin, ich habe mir meine Hotkeys installiert. Extra für Wasser. Die Wasserkies? Die Wasserkies. Alle da. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe viel alleine trainiert, ich habe eine Build-Order irgendwie zusammengefrickelt irgendwie, aber ich habe keine Ahnung, wie man auf Wasser spielt. Greift man früh an, greift man spät an, was baut man wann, wo? Also es wird interessant. Spanier! Du nimmst die Spanier. Die interessante, weil ich habe nämlich festgestellt, Spanier sind nicht nur die beste Landstreitmacht. Nein, sie sind auch noch an zu See unglaublich ungesiegt. Wir gucken in den Technologiebaum. Sorry. Kriegsgalionen profitieren von Ballistik. Das ist jetzt mit dem Add-on gekommen. Das ist richtig krass. So, das ist das Einzige, was du hast. Kriegsgalionen, die besten, stärksten Schiffe, die am meisten Schaden machen. Die kriegst du in der Imperialzeit, ne? Ja. Die aber nicht mehr, deren Kugeln nicht mehr irgendwie mit 3 km/h durch die Gegend fliegen, sondern bäm, 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 bäm. Und das werdet ihr sehen, wie das aussieht, wenn ich erst mit meinen Kriegsgaleon komme und alles wegrasiere, was der Marco billig hat. Das hat er gegen mich gemacht vorgestern. Haben wir trainiert abends. Klar. Hat er das gemacht. Ich bin so an der Küste und will da irgendwie so, also mega lame, war wieder übel schlecht und will da so fischen, einfach so gemütlich. Ich fische da so gemütlich. Wenn man kommt so, ja, 1 Million Schiffe an mir vorbei und fangen an, so, alles wegzuballern. Das ist Fischen? Ja, das ist für mich wieder. Die haben doch hier diese kleine Reise. Was es natürlich extrem interessiert, welche Völker spielen denn die beiden anderen Unentschlossenen? Du bist nie die Spanier in echt waren. So. Okay, jetzt gehört uns einfach die Welt. Ja. Ich spiele mit den Wikingern. Finde ich aus eigentlich nur einem Grund. Die haben einen super coolen Sound, der kommt, wenn man anfängt. Da kommt dann so, das ist dann so ein, weißt, so ein Horn, so Nebelhorn-mäßig so. Berüchtigte, ja, und die sind halt auch, haben sehr gute Schiffe. Berüchtigte Wasserstreit. Warum flüstert der? Flüstert der? Ganz kurz, wir schauen mal in die Wikinger rein. Ja, haben auch ein Special-Schiff. Ja. Das Drachenboot. Was ich nicht ganz verstehe, hier heißt es Teambonus, Häfen kosten 15% weniger. Heißt es das Gebäudehafen oder die Einheiten im Hafen? Nee, das Gebäude. Ja, das Gebäude. Das Gebäudehafen. Ja, sonst wird es der Hafen Einheiten. Das ist dein Teambonus. Ja, ist doch geil. Da sparen wir im Spiel 300 Holz. Ja, ey, wie viel Hafen werden wir denn bauen? Das sind bestimmt 500 Holz. Okay, nee, ist geil. ansonsten... Was ist denn dein Teambonus? Dass wir mehr handeln und wir werden handeln. Aber das ist egal, das werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall... gute Seestreitkraft. Marco, wie schätzt du die Wikinger ein? Was können die nicht? Doch, die können was. Wikinger ist ein starkes Volk. Die haben auch, guck mal, die haben auch Arbalestenschützen, die haben Elitekämpfer, Champions, also die haben Chevaliers und die haben aber keine Halibardiere für sich gerade. Genau. Aber diese haben gutes Siege auf jeden Fall und die Berserker ist auch eine starke Raid-Einheit. Ja. Die eigentliche Frage, die doch alle interessiert. Was spielt Marco? Also wenn jemand das Civ-Event verfolgt hat, der weiß ja, was ich dort genommen habe oder bekommen habe. Und dem passe ich mir an. Ich spiele die Italiener. Die Italiener, da müssen wir jetzt mal reingucken. Müsste nicht. Mach mal kurz einen Abriss, was können Italiener? Haben diese dreckskleinen, mega schwachen, mega billigen Deppen, ne? Was haben die? Ja, die haben diese dreckskleinen, mega schwachen, mega billigen Deppen, genau. Die heißen drecksklein, mega billige Deppen. Condottiero.
Ja, also, ja, die hab ich in der Imperialzeit. Wieso sprecht ihr immer von Imperialzeit-Einheiten? Wir haben weil Wasser ist doch eine Boom-Map, oder nicht? Wasser ist doch eigentlich schon so eine Map, wo öfter geboomt wird als auf Arabien, oder? Ja. Das ist unsere Strategie. Ja, wird auch eher geboomt. Ja, okay. Okay, aber also erstmal lame, du nimmst die Italiener. Klar, ich nehme die Italiener. Ja, hey, guck mal, wir klassische Völker. Du nimmst die Wikinger, Spanier, Wikinger, ja, das sind Völker, die man kennt. Italiener, was sind das? Was haben die in der Weltgeschichte Römer gerissen? Vielleicht. Warum heißen die nicht Römer? Italiener? Dann gib uns mal ganz kurz Abriss, was können Italiener? Gute Pizza. Ja, und Schießpulvereinheiten kosten minus 25%, das ist krass. Und Lasagne, ja. Das ist echt krass. Ja, jetzt komm mal mit deinem scheiß Klischees her weg, da, dass die Italiener Abend nur Essen machen können. Also, danke dafür. Was ist denn hier der genuesische... Genuesischer Armbrustschütze, was geht denn da ab? Brauchst du den? Bitte? Genuesischer Armbrustschütze, der sieht geil aus. Ist eine gute Einheit, ja. Dann sag doch mal, was die Einheit kann, Marco, komm. Die schießt Pfeile, ist ein Armbrustschütze. Viele kennen die Erweiterung nicht. Erklär mal, was ist das für eine Einheit, was können die, was ist cool, was ist nicht cool? Die können erstmal in der Ritterzeit eigentlich gar nichts. Die hat halt höchstens, ist halt einfach ein Bogenschütze. Und die, sind gut gegen berittene Einheiten, zum Beispiel gegen Cav Archer, gegen Kamelbogenschützen, Conquistatore, gegen Haareinheiten. Okay. Gegen Conquistatore. Okay. Gavia, das ist ein kleiner Nebensatzjob, so gegen Conquistatore. Aber sag mal, Marco, bist du so einer, machst du so einen Sneaky-Scheiß gleich? Irgendwie hier so ein Transportschiff, gut, so 5 Dorfbewohner, irgendwie so ein Scheiß? Also, bist du so einer? Nein. Okay, dann bin ich beruhigt. Mara, was glaubst du? Ist Marco so einer? Naja, ich glaube, irgendjemand von uns ist so einer. Hä, wer könnte denn so einer sein von uns? Was? Der irgendwie mit Dorfbewohnern irgendwie so ein bisschen Stress Gucken macht? Gucken wir mal. Naja, gut. Vielleicht habe ich auch absichtlich gerade schlecht gespielt. Ich bin sehr gespannt. Es geht los. Marco, du kannst ja, glaube ich, mal im Spiel noch so ein bisschen erzählen, was so los ist und was bei dir privat gerade so los ist. Du musst noch ein Team auswählen. Ja. Und dann sind wir bereit für das erste Schiffsmatch. Wir werden die ersten Schiffe sehen, wir werden Fische sehen. Es wird spannend. Ich bin Fische. Gespannt. Vielleicht sieht man ja auch noch einen Wal oder... Mensch, ey. Können wir das so machen, dass wir den Wikinger-Sound hören beim Anfang? Nee, das geht nur vom Host-Spiel. Nee, das also wenn man jetzt meins auf deinen Rechner schalten, ja, dann hört man den Wikinger-Sound. Okay, können wir das aber am Anfang machen? Aber ich finde den Italiener-Sound sehr schön. Nur, dass wir den Wikinger-Sound hören, der ist nämlich geil. Ich glaube... Die einzige Weste, die Marco heute brauchen wird, ist die Rettungsweste. Wenn ein wir sind hier nicht der verflixte. Wir fangen bei mir an, ich Wikinger-Sound, ne? Nur Paul, weiß Bescheid. Go, go. Okay, viel Spaß euch beiden. Danke, GL. Deswegen. Ich hab's nicht gehört. Okay, jetzt sind wir drin. So, Donny, was ist der Plan? Erstmal zwei Häuser bauen. Also, ich kann jetzt mal kurz erzählen. Ich hoffe, ich bin jetzt drauf und erzähle es nicht umsonst. Einer der Gründe, warum ich ja gerade im letzten Spiel, also klar, es ist ein bisschen auch eine Ausrede, aber tatsächlich ist da was Wahres dran, so schlecht gespielt habe, ist, dass ich jetzt die letzten Tage tatsächlich ein bisschen die Build Orders geübt habe von Wassermaps. Und die sind deutlich anders als Build Orders von, sagen wir mal, Fast Castle oder so arenenoffenen Maps. Das geht sehr viel auf Holz. Und wie man ja auch im letzten Spiel, glaube ich, bei mir gesehen hatte, hatte ich viel zu viel Holz. Ja, es ist halt noch nicht intuitiv so, diese Build Order. Und ich glaube, ich bin gerade so ein bisschen durcheinander gekommen im letzten Spiel und habe so ein bisschen die Build Orders vermischt und war dann nicht mehr so ganz sicher, wie ich eigentlich jetzt nochmal aufbauen muss auf Arena und so. Und ach, naja, auf jeden Fall war das. Kann das schon auch ein Grund sein, glaube ich. Rechtfertigungs-Donny, hey, hey, hey. Und du hast ja gerade schon gesagt, wir sind ja auf Inseln, das heißt, wir können erstmal nicht gerusht werden. Genau. Das heißt, ist, ja. Relativ entspannt am Anfang eigentlich, ne? Es ist relativ entspannt am Anfang, genau. Aber man muss sich trotzdem sputen, denn man muss trotzdem auch schnell die Feudalzeit erreichen. Und vor allem auch die Ritterzeit, um gute Schiffe zu haben, ne? Also was ich zum Beispiel mache, ich kann ja mal sagen, meine Build-Order, die ich mir jetzt sozusagen so ein bisschen im Internet durchgelesen und auch so hier mal selber ausprobiert, ist, ich baue wie immer die 6 auf Schafe am Anfang, ne? Ist eigentlich so Standard. Und dann gehe ich aber mit 4, also eigentlich jetzt auch 4 Dorfbewohner auf Holz, auch noch Standard, dann hole ich den Bohr, aber dann wird es anders. Dann gehe ich danach direkt mit 2 weiteren Dorfbewohnern auf Holz und fange schon an, Schiffe zu bauen, Fischerboote, die quasi meine Felder ersetzen. Also ich baue eigentlich kaum Felder.
Und ja, mehr kriege ich jetzt gerade nicht aus dem Stegreif hin, während ich hier so spiele. Kann mich gerade nicht so gut konzentrieren. Aber ja, also so ungefähr. Also man baut halt, ich baue bis zur Feudalzeit 4 Fischerboote. Und dann muss ich eigentlich kein einziges Feld bauen. So hat es bis jetzt eigentlich immer ganz gut geklappt. Und dann spart man natürlich Holz und das Holz, warum war die einquartiert? Na egal. Ja, so. Also man braucht halt viel Holz und viel Gold für die Schiffe halt. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man bei Wassermaps die Kontrolle über das Wasser möglichst schnell gewinnt. Ach man, ich habe den Wegpunkt im Dorfzentrum, das war gerade mein Problem, okay. So, jetzt hole ich mal meinen ersten Bohr. Ja, und Scouten ist ja auch immer so, dass man eigentlich am Strand entlang scoutet bei Wassermaps. So, ich kann jetzt mal den Bohr holen. Wo ist denn der nochmal? Wie machst du das, Florentin, mit den Bohrs? Auf der Insel sind auch viel, viel, viel mehr Wildschweine. Ja, ich hab geguckt, ich habe jetzt 3. Ich habe 2 jetzt nur. Okay. Von daher nicht so anders, aber ich versuche die dann einfach dran zu hängen, dass die dann möglichst nicht zu Schafen kommen, sondern immer auf Wildschwein bleiben, aber ist natürlich nicht immer so ganz einfach. So, ich habe hier verrafft, deswegen, damit ich keine Idols habe, habe ich die jetzt mal kurz zum Holzen geschickt. Ja, ich bin einfach nicht eingespielt. Ich bin gerade leider nicht eingespielt. Und ich bin ganz frech, ich entwickle keinen Loom. Ja? Nö, meine ich. Loom sollte man schon immer entwickeln, ne? Ich werde ja nicht harassed, von daher. Was soll der Quatsch? Ja, aber nachher vergisst du's. So, jetzt sind hier 6 müssten auf Holz sein. So, der geht noch hier hin. Und jetzt gehe ich schon. Ja, genau, jetzt gehe ich mit einem von denen schon einen Hafen bauen. Hast du schon deinen ersten Hafen gebaut? Ich baue ihn gerade. Ja, baue ich nicht so. Und sie muss natürlich auch ein Haus bauen. Und jetzt gehe ich auf Loom, damit halt hauptsächlich. Ja. Ich muss jetzt mal, glaube ich, aufhören, tatsächlich zu kommentieren, weil ich heute so schlecht bin, dass ich mich, glaube ich, alle meine Gehirnkraft auf das Spiel brauche. Man braucht einfach unendlich viel Holz. Das ist die Krux der ganzen Sache. Holz, Holz, Holz. Jetzt geht die mal schon den Bohr holen. Das Timing ist perfekt. Das war hier bei 140 ist sie losgelaufen. Den Bohr müsste ich perfekt haben, sodass, wenn er jetzt hier ankommt, wenn der Bohr hier ankommt, die genau fertig sind mit dem Bohr, dann kann ich den zweiten, den Bohr schon anknuspern, wie Marco so schön sagt. So, die quartieren wir ein. Seht ihr, hier waren nur noch 29 Nahrung noch drauf. Die kann sie noch kurz einsammeln und dann ist doch gut. So, jetzt bauen wir hier mal ein paar Fischerboote. Anfällig. So, come on. Und da sind wir gleich ab. Fabulo. Ups, nee, nicht so. Das. So. Siehst du? So, alles einquartieren. Alles von Dings runter. So, machen wir. Das mal so. Das sind jetzt 5. Das passt. So. So. Das ist wichtig. Ich habe sogar noch ein angeknuspertes. Podio. So. Das nächste muss dahin. Ist halt eine sehr, sehr dünne Insel, ne? Also sowas ist halt auch super anfällig für Schiffe. Ja. Kriegen wir wohl noch hin, finde ich. Kriegen wir alles hin, hoffentlich. So. Sollte noch klappen. Ja. So. Gute Zeit. Das so Counter ist auch wieder am Start. So. Was? Nicht schon kostet.
Ein. Kaido. Kondo. Zwei von denen. Dann haben wir vier. Okay. Und ich baue jetzt auch schon tatsächlich die zweiten Hafen. Ich auch, ja. Damit da will ich schon mal ein bisschen. Die Frage ist, sollen wir uns abstimmen? Also einer baut Galeeren, der andere baut Feuerschiffe oder glaubst du, das ist Quatsch? Weiß ich nicht. Ich baue Feuerschiffe, ey. Ich finde die, sehr gut. Die findest du besser? Klar. Die sind halt super langsam, ne? Okay, du brauchst also Feuerschiffe. Ich bleib bei den Galeeren, glaube ich. Ich finde die Galeeren von den Wikingern ziemlich geil. So, jetzt machen wir mal hier. Die vier von denen gehen jetzt zum Gold. Und die gehen zu Holz. Und, die können hier noch weiter da das machen. Ich werde angegriffen. Auf den Hafen tatsächlich. Ich werde angegriffen. Oh, ihr Flammenboot. Ich habe ein Flammenboot. Wo? Flammenboot bei mir unten. Ja, fuck it. Scheiße. Ach so. Der hat jetzt schon Flammenboote, okay. Das. Ja, das war sein großer. Ja, das war der Plan, ne? Oh, jetzt kommt er auch zu mir. Scheiße. Ah, nein, ey. Der will uns. Scheiße. Okay, ich baue auch Galeeren raus. Gar kein Gold, scheiße. Ich muss abhauen. Ja, aber ich glaube, das ist nur so harassen. Das müssen wir jetzt cool bleiben. So ein Feuerboot braucht ewig, um so ein. Ich hau jetzt einfach ab mal mit denen. Und ich brauche dringend Gold. Optimistisch. So, jetzt können wir mal die. Boy. Konstruier. Ja, scheiße, das bringt nichts. Ja, der ist halt schon. Ja, die Feuerschiffe sind irgendwie voll stark. Ja. Ja gut, wir wussten einfach nicht, dass er so früh Militär geht, ne? Alter, ich bin gerade schon voll am Arsch, ehrlich gesagt. Also man kann natürlich super aufbauen noch und so, aber mein Hafen, also das Wasser habe ich verloren jetzt schon quasi fast. Man kann versuchen, vielleicht woanders noch aufzubauen, hinten oder so unten. Ich hab's nicht gecheckt, früh genug Gold abzubauen, um jetzt schon Schiffe gut rausbauen zu können. Ja, die Häfen sind gleich kaputt. Scheiße. Das habe ich verschwendet. Hey, ganz ehrlich, ich fühle mich gerade wie beim ersten Mal spielen. So. Keine Ahnung, was ich gerade mache.
Kondo. 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 So, richtig. So, weg. Ritterzeit. Scheiße. Ich kann aber jetzt auch hochklicken. Habe ich mir mal gekauft. So, ich baue jetzt mal hier einen Marktkarren. Ja. Ja, dein Marktplatz ist halt leider sehr nah am Strand, ne? Den wird er killen können. Die Häfen sind einfach tot, ich lasse die jetzt sterben bei mir. Ja, tatsächlich, Kriegsgaleere hat er schon. Mir scheißegal, ich werde transportieren. Ich mache jetzt hier schnell mal ein Transportschiff. Ich versuche irgendwie... Ah, jetzt hat er es gefunden. Nein! Jetzt hat er meinen anderen Hafen auch gefunden. Ich muss irgendwie einen sneaky Hafen bauen, jetzt schnell. Der kann doch nicht alles kontrollieren. Ich hoffe, der sieht meinen Hafen jetzt einfach nicht und dann baue ich schnell ein Transportschiff. Ja, den sieht er jetzt, wenn ich den Transportschiff raushaue. Hoffe, vielleicht sieht er es nicht. Ich sneak mal weg. Okay. Dann brauche ich jetzt 4 Dorfbewohner. Oder 3? 4. Oh, ich muss irgendwas machen jetzt. Wir müssen irgendwie aktiv werden. Was macht denn das hier? So. Gondo. So, jetzt schnell Kloster und wir wollen langsam Imperialzeit gehen, ne? Yes. So. Einer. Hier ist Transportschiff. Ne? Ui. Wie ruhig. Jetzt wird es langsam Zeit, in Feierzeit zu gehen. Nice. Und wir wollen auch rüber.
Florentin ist immer noch. Ballistik trifft er den nicht, da sind wir sicher. Meinst du nicht, dass der Ballistik hat? Ich weiß nicht. Ich versuche irgendwie Schützen zu bauen und irgendwie jetzt rüber zu kommen, ohne dass er es sieht. Ich bin halt gar nicht auf Wasser, ne? Also mach gar nichts auf dem Wasser. Ja, den Hafen kann er haben, ey. Ist mir scheißegal. Soll ich dich eskortieren? Ja, ich will eigentlich. Ja. Oder willst du sneaky oder was? Der fucking Escort. Willst du sneaky oder willst du. Ey, ich will sneaky. Okay, ich will's versuchen. Alter. Ich hoffe einfach, das ist unsere letzte Chance. Nein, er hat mich gefunden. Ich muss wieder umdrehen. Ich verteidige dich. Ich glaub sie. Ich verteidige dich. Sehr gut. Gebaitet. Sehr gut. Ja. Du hast ihn aus der Reserve geholt. Jawohl. Das war ganz stark. Guck mal, ich fahr hier rum. Jawohl, das war ganz, fertig. Ganz stark. Ja, hau ab. Komm schon, wir brechen da durch jetzt. Wir brechen durch die Blockade. Ich muss weg, sonst sterben alle meine Dorfbewohner sterben sonst. Komm, wir brechen durch die Blockade jetzt all in. Ich eskortiere dich. Okay. Okay. Aber ich habe nur 4 Dorfbewohner. Sehr gut. Du kommst durch, du kommst durch. Aber der wird doch jetzt warten mit irgendwie fucking irgendwelchen krassen Einheiten. Was? Das Transportschiff ist tot. Na, ist das. So, schnell reagieren. Ich greife ihn gerade an. Ich muss gleichzeitig Updates machen hier. Ja, komm. Okay, geil. Ich baue jetzt hier einfach irgendwie. Sehr gut. Bleib dran. Dranbleiben, Donny. Und ich baue jetzt hier zu Hause. Ey, weh, das wäre so witzig, wenn das klappt. So, er kommt mit Dorfbewohnern. Schießt ihm ab! Ich lock die her, guck mal. Ja, nice! Sehr gut! Nice! Der Turm geht hoch! Der baut hier Kasernen auf unserem Hof! Scheiße! Scheiße! Ich hab leider jetzt keinen Stein mehr für meine Burg. Ja, egal, ich hab keinen. Achso. Das ist einfach der billigste Tower-Rush, den die Welt je gesehen hat. Der ist ja gar nichts. Der ist gar nichts. Jetzt mauert er ab. Scheiße. Er mauert. Aber schafft er nicht. Ich bin drin. Nice. Komm mal hier hin. Ganz stark, Donny. Komm mal hier ganz hin. Stark. Dann kann ich eine Burg bauen. Ja, ich versuche jetzt nach unten zu gehen, um die seine Dorfleute. Komm, ich verhindere den Wall! Yes! Wall verhindert! Da ist eine Lücke im Wall. Kein Problem. Geil, der Dorfbewohner. Hallo, der schießt mit Feuer und der überlebt das, oder was? Chattest du gerade nebenbei, oder was geht? Es geht gerade bei dir. Nein! Okay, also da kommen hier die Kondolenzen, Leute. Die hier, ich habe die Condolettis in der Base. Das glaube ich. Ich baue halt auch die dümmsten. Was sind denn diese Condolettis? Ja, die sind mega schlecht und mega billig. Aber die sind nicht gut gegen Schützen, oder? Weil ich baue ja gerade ordentlich. Was hältst du von folgendem Strategie? Wir sagen jetzt GG und machen es nochmal besser. Warte. Ich will erst noch. Ich meine, ich habe sein Haus fast down. Ah, scheiße, jetzt kann der mit einem, guck mal hier oben, der kann jetzt mit einem den Turm kaputt machen. Und ich sitze drin, ich kann nichts machen. Warte, lass mich meine Bogenschützen noch rausholen. Oder wir hoffen auf Lag, wir hoffen auf einen Disconnect. Ich hab eine gute Eco. Ich krieg das schon hin. Jetzt kommt der mit 2 von den Schweinen hier an. Okay, warte. What the fuck? Die machen ja wirklich die Konquistatoren kaputt. Sind die stark? Ah, auch tot. Okay. So. Sterbt, ihr verdammten Narren! Ja.
So. Hier, Rinder. So. Okay. Ja, weg. Zum Donny rein. Oben auch fertig machen. Weil jetzt habe ich nämlich den Defensivturm. Nice. Okay, warte. Der darf jetzt nur, er muss jetzt noch mit dir beschäftigt sein da unten. Jetzt baut er hier eine Burg hin, oder was? Okay. Schwein. Schweine-Marco. Okay, es kommen so krass viele Bogenschützen raus. Ja, das war halt klassisch geknuspert, ne? Aber jetzt kommt er auch zu dir. Baut aber die sind gegen Schützen, ich glaube Schützen sind nicht so geil gegen die Dudes. Das weiß niemand. Er wollte uns ja leider nicht verraten, was das für eine Einheit ist. Aber die haben zwei Einheiten an diesen Schützen und diese Condolettis, oder was? Ich hab die hier. Jetzt gucken wir mal, wie viel. Ich glaube, die sind gegen Pfeile ziemlich immun. Ja, scheiße, die sind mega gut gegen Schützen. Ich hab die falsche Einheit gebaut. Ja, komm. Das ist Quatsch. Wir machen noch eins. Ja. Du auch, oder? Ja. Ja. Was für ein Bullshit, Alter. Ja, mega Bullshit, ey. Was für ein Bullshit. Marco? Ja. Ja, sauber gespielt, hey, Respekt. Marco, richtig gut. Mein Trainer gespielt. Sagt gerade genau so. Schreib mir genau an, die, so. Mit dem ich trainiert habe gerade. Hey. Genau so ja, nämlich. Richtig stark, Marco. Richtig stark, Marco. Richtig super starke cool Leistung. Auf jeden Fall. Wassermap, wow. Wow, du hast crazy. Das richtig souverän gemacht. Weiß ja. Ich. Danke. Aber nee, sorry, nicht weiß ich, aber. Oh Gott, ey, ich hatte kurz Bammel, da, als Florentin den Tower da hatte, wo er halt da seine Häfen haben konnte in Ruhe. Und ich muss ja immer gucken, dass ihr nirgendwo neu docken könnt. Und das war schon stressig. Hui. Ja. Hä, das war für dich stressig. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, du hast mega den Chill-Mode. Ja, hatte auch. Wir haben ja nichts mega gemacht. Chill ist anders. Wir haben ja mega. Wie fandst du meinen den schlechtesten Tower-Wash der Welt unten links bei dir in der Base? Ich hab wirklich kurz gedacht, okay, fuck. Die haben es wirklich geschafft, mich zu landen. Das kann jetzt richtig scheiße enden. Ja, die Eskorte. Und dann machst du einen Tower Rush und dachte mir. Das war Teamwork. Das, nee, war Teamwork. Das war ja dann auch so ein bisschen YOLO, Alter, am Ende. Wir schauen ganz kurz in die Werbung, wir überlegen uns eine neue Strategie. Flonny on Water und dann machen wir Marco fertig, weil so kann das nicht bleiben. Bis doch. Gleich. Oh, noch ein bis gleich. Was? Wir sind heiß am Diskutieren, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Rage of Empires. Ihr seid mittendrin, ihr seid mitten in den Diskussionen. Können wir mal ganz kurz Folgendes machen, dass Marco uns mal gerade nicht hört und wir nochmal reden können und besprechen können, ohne dass Marco uns hört? Geht das? Geht nicht. Das ist hallo? Geht nicht. Marco, hörst du uns noch? Ja. Marco, wenn du jetzt... Jetzt höre ich euch nicht mehr. Ja, ist Marco weg jetzt? Ja, ne? Okay. Okay. Also... Du landest. Florentin, du willst die Häfen zusammenlegen, oder? Ich dachte mir, weil er meinte gerade, dass das mit dem Turm gut gewesen wäre, dass ich einen Turm an der Küste gebaut habe. Weil so können wir zumindest verhindern, dass er unsere Häfen kaputt macht. Weil okay. Solange die Häfen nicht kaputt macht, können wir immer noch irgendwie neue Marine aufbauen, um ihn zurückzuschlagen. Wenn wir für die vielleicht zusammenlegen und zwei Türme bauen, sodass er nicht von links kommen kann, nicht von rechts machen kommen wir. Kann. Gekauft. Da müssen wir halt am Anfang einen langen Weg machen zum ersten Hafen, dass wir den zusammenlegen. Irgendwo in der Mitte sozusagen. Also wir müssen ja erstmal erst scouten. Du holst ja auch erst du gehst auch den ersten Hafen nach dem ersten Bohr, ne? Genau, aber ich mache den ersten Hafen weg von ihm. Okay. Und den zweiten Hafen zu ihm hin. Dann machen wir den ersten Hafen weg von ihm und dann treffen wir uns. Erster Hafen weg von ihm, ja. Zusammen. Ja. Und dann da zwei Türme und, ja, von da an dann aufbauen. Ja, geil. Und schneller Kriegszeug. Ich muss wesentlich schneller Gold bauen, Gold abbauen, weil Holz, weil ansonsten habe ich ja immer nur genug Gold gemacht, um in der Zeit zu kommen. Da kommt das hier wieder ins Spiel. Jetzt braucht man aber, oh, er hat sein Geheimwissen dabei, Die geheime Bildorder. Freunde, ich habe nämlich, ich bin nämlich gerade hochgerannt in die Redaktion. Ich habe meine Bildorder nämlich aufgeschrieben für Wassermaps. Und ich war gerade total lost ohne sie. Aber ich habe hier drin meine Bildorder. Kann ich mal sehen?
Hier kann man wahrscheinlich jetzt nicht erkennen. Aber doch, warte mal, ganz kurz. Komm, die Zeit ist noch. Kriege ich hier die Kamera, ist doch nah, oder? Guck mal. Nee, warte mal, welche? Die hier, ne? Guck mal, das ist meine Bildorder. So schreibe ich solche Sachen auf. Sex Sheep forward, dann Bohr. Dann geht der andere von einem rüber. Dann zwei auf Holz, sechs auf Schaf. Die bleiben immer noch da. Vier Wood. Nee, andersrum unten. Genau, drei Boote. Ihr seht das schon. Perfekt. Vorbereitet. Gut. Das ist das geheime Wissen. Alles das klar. Weiß aber der Okay, wir sind bereit. Los geht's. Ah, nee, das hat aber Marco jetzt gesehen. Spiel der hat das ja noch nicht gehört, oder? Spiel zwei. Okay. Los geht's. Marco? Wollen wir noch in die Statistik? Von mir aus, gerne. Oh, jetzt will er noch ja, die Statistik. Zeig, wie geil du warst. Zeig, dass wir gar keine Schiffe hatten und du schaust. Peniskomplex. Cool, cool, cool. Zeig mal, lass mal hören. Oh, du hast jede Menge Holz. Dankeschön. Oh, das ist die Arroganz, die... Weiter geht's. Das aber, das brauche ich. Das ist die Arroganz, die uns, wie viel, 9 Spiele lang angetrieben hat. Ja, allerdings. Wo wir, weil wir die besseren Menschen sind, nach 3-4 Mal gewinnen... Das merkt man absolut, was wir hier für gute Seelen seid. Nee, weil wir nämlich nach 3-4 Folgen hatten, siegen, waren wir ja voll, hatten voll schlechtes Gewissen mit Marco. Ja. Das ist alles weg jetzt. Da ist nämlich der True-Face. Was für ein schlechtes Gewissen er hatte, nachdem er gewonnen hat. Wir haben ein bisschen Mitleid tatsächlich. Ja, ja. Komm, wir sprechen gleich nochmal. Alles klar, los geht's, come on. Okay, also ich muss kurz in die Lobby nochmal rein. Mehr Spieler, Lobbypause, Freunde, NC Pseudo mit der Liedschrift, die man so als 14-Jähriger benutzt, aber immer noch beibehält. Ja, gut, kann man machen. NC Pseudo. Verbindungsproblem. So, okay. Verbindungsproblem. Also ich, nimm dein Team, Donny. Ja, ich bin knallhart. Ich bin ein knallharter Typ. Ich nehme die Malier. Malein. 100% schneller, Fischkutter günstiger. Und ja. Was machst du, Marco? Auch nochmal schön die Italiener. Ach, ich hab ein Verbindungsproblem. Schön die Condoletto. Warte, ich komm nochmal rein. Ah, nee, er hat nee, die Malia. Er hat Malia. Hat er sich verkauft? Ja, ich komm nochmal rein. Ich hatte gerade Verbindungsprobleme, sorry. Mhm. Welche sind denn die mit den Schiffen? So, jetzt hier Malia. Jawohl, ich bin wieder da. Die gehen ab, die Malia. Die haben nämlich, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, kann ich ja schon sagen, die haben nämlich Harbors. Die kann man nämlich die Häfen upgraden zu Häfen, die mit Pfeilen schießen. In der Ritterzeit? Die falsch Ich glaube schon, ja. Geil. Okay. Und Marco, was spielst du? Italiener mal wieder. Gut, die einzige Strategie, die er eine Woche lang geübt hat. Los geht's. Donny, ja. Team? Team, ja, sorry. Sehr gut, dass du es sagst. Das wäre schon wieder ein Fail gewesen. Okay, und wir Los wissen, geht's. Was wir tun. Ne? Viel Go, Spaß go. Euch beiden. Viel Spaß, viel Spaß mit dem Malian. Ja. So, Monitor aus und dann geht's los. Okay, wir müssen irgendwo einen Platz finden, wo wir... den hinbauen, ne? Und auch, was ich dir vorhin noch sagen wollte, bau mal möglichst weit weg vom Strand, ne? Ist eh selbstredend eigentlich, aber vorhin habe ich ein paar Häuser bei dir gesehen, die waren sehr nah dran. Das Haus ist ein richtiger Fail hier. Egal, ich zieh's durch. Buscar. 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 Schafe liegen gut. Fehler. Buscar. Wow. Direkt ein Fehler. So, ich spiele jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger. Und gucke in meine Bildorder rein. Tatsächlich jetzt. Das ist kein Witz. Das schlägt. Warte, ich habe wieder vergessen, ob das jetzt vier oder. Okay. Also hier weiter, du musst weiter scouten natürlich. Also sieht man so, wir nehmen so den Mittelpunkt zwischen unseren Bases und dann rechts zur Küste rüber. Ja, ne? Sobald, ja genau. Genau, hier, also wahrscheinlich irgendwo dann hier, oder? Denke ich mal. Müsstest du ja dann wahrscheinlich. Ach so, sein. Ich dachte jetzt eher an sowas hier. Okay, ich guck mal, ich habe noch nicht so viel gescoutet, deswegen muss ich mal. Überhaupt gucken, wo wir gerade überhaupt sind. Das wird so, schon. Das sind 6, dann können die jetzt hier Holz machen. Mann, ey. So. Jetzt muss ich wieder spicken. Also, kannst du mal 6 und 4, das machen wir jetzt. Da muss ich nicht gucken. So, den geben wir noch die 1 als Hotkey. Das Schaf rücken wir hier rein. So. Dann machen wir hier den Wegpunkt auf Holz. So. Legen ein bisschen was ab, damit wir einen Dorfbewohner bauen können. Da. Ja, ich check noch nicht ganz die Map. Wo ist denn das Mittelstück sozusagen? Hast du schon so weit gescoutet? Ich weiß gar nicht, wo das Meer ist quasi. Das ist das blaue links. Arsch. Nee, ich meine halt, wo ist quasi zwischen, wo ist die Stelle zwischen uns beiden, also zwischen Marco und uns? Ich weiß noch nicht, wie die Insel liegt, so, weißt du, wie ich meine? Ach, egal. Damit kann ich nichts anfangen. Mit diesem Dia. Pablo. Da. Das ist
ist jetzt wirklich... das ist schon eine spannende Map. Jetzt mich verarschen. Oh Gott. Alter, oh. Himmel. Salve Kondo. Capto. Zieh! Zieh! Sane. Pablo, Renatus. Ei. Müssen wir auf jeden Fall Loom machen. Geht leider nicht anders. Ach nee! Oh. Ah, egal. Nicht so schlimm. Nicht schlimm. Nicht so schlimm. Das ist natürlich jetzt scheiße, weil das, weil die Boards so scheiße liegen, muss ich wirklich Loom machen da. Und das ist nicht so schön. Ich kann kein Deer learn. Also außer, probieren wir mal. Das ist aber sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Gott. Schon mal präventiv. Das müsste doch der Scout gewinnen, oder nicht? Ja, klar. Und ich bin Haus, das habe ich vergessen. Steht aber in meiner Build-Order, ich Depp. Na gut. So, wo ist mein Doppel-Joni? Also Hafen auf H. Genau, hier, ich glaube, das ist super, wenn wir da auf diese Landzunge hier... Habe ich jetzt genau, da baue ich jetzt hin. Da, ich sehe deinen Hafen jetzt auch. Ja, ich baue genau auf der anderen Seite. Ich baue da, genau, ich baue da vorne einen Turm hin. Ja, genau, Hammer, dann liegt das so auf der Landzunge, ne? Ja. Finde ich gut. So, ich muss mich hier weiter kümmern um die Dudes hier. Zu viel Eidel. So, jetzt habe ich hier 6, jetzt gehen ein Fischerboot gleich raus und 3 Will of Food. Genau, ich muss jetzt hier eine Mill bauen. Weipe! So, ein Fischerboot baue ich auf jeden Fall. Und der kann nochmal ein Haus bauen, ja? So, das stimmt hier aber nicht. Buscar. Mande, plazme. Okay. Construir. Muss ich natürlich den zweiten Bohr aufholen. Construir. Der wird bestimmt bald oben sein, ne? Si. Construir. Presto. Construir. Pipe. Ein Kaido. 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 Kondo. Podio. Salve. Podio. Salve. Podio. Podio. Ach Leute, kommt. Kondo. Kondo. Kaido. 3 Schafe noch übrig. Nili guckt auch wieder zu. Natürlich guckt er zu. Hallo Nili. Korrekt, Kaedo. Viel zu langsam. Ey.
Kondo. Hast du schon hochgeklickt? Nein. Ja, ich klicke es gleich hoch. Ich gehe mit nach einem, also ich klicke jetzt gleich beim nächsten Dorfbewohner hoch. Construir. Servidora. Buscar. Salar. Das Problem ist, wenn man diese Fischerboote baut, dann vergisst man immer, dass die auch wegen Haust, weißt du? Dass die ja auch immer ein. Oder vergesse ich zumindest immer. So, jetzt. Du musst jetzt mal hier runter, Freund. Mande? So, jetzt klicke ich mal hoch. Agora. 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 Das sind deine Schafe, warte mal. Hier. So, jetzt kommen hier vier hin. Und dir geht hier hoch. Das passt eigentlich. Jetzt habe ich hier nämlich 6 auf Holz, hier auch 6, 4 auf Gold. Also Gold und Holz brauchen wir ja. Wir sind ein bisschen spät dran. Ich habe mich ein paar Mal verklickt, aber das ist eigentlich alles ganz gut. Punktemäßig bin ich weit hinten, aber das ist, es trügt. Denn ich kann gleich richtig geilen Scheiß bauen. Ich brauche hier noch einen Dorfbewohner hier unten. Da ist er doch jetzt. Irgendeiner ist hier irgendwo gestorben, ey. Das war ganz weird. So, Wirtschaft sieht gut aus. Gold kommt auch langsam rein. Dann mache ich hier ein paar Updates drauf gleich. So, jetzt kommt hier der zweite Hafen schon. Von mir. Soll ich auch einen Turm bauen oder baust du den? Also, wie das ist die Frage. Ich baue jetzt meinen gleich und dann ist die Frage, wo die Position für den zweiten am besten wäre. Wir können natürlich so hier an der Mini-Seezunge hier, quasi da dieses kleine bisschen neben meinem Hafen können wir machen und da bei dir genau das gleiche. Dann haben wir so eine Falle. So, ich baue schon mal präventiv hier ein Haus. Okay. So, ich bin jetzt Feudalzeit. Mach mal schön die Updates hier. Die Malia-Sachen sehen auch geil aus. Das brauchen wir. Und jetzt baller ich mal ein paar Schiffe raus, tatsächlich. Ein paar Galeeren. Oh, er ist bei mir. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Scheiße. Okay, jetzt brauchen wir schnell den Turm. Wo ist denn mein... Der erste Turm steht gleich. Okay, ich kann... Ja, sehr gut, sehr gut. Hammer, so geiles Timing. Ich baue jetzt auch einen. So stark, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell dass du es schaffst. Aber Achtung, zieh die weg, zieh die weg. Zieh deine Schiffe, ja. Bodenschiffe weg. Zieh deinen Scheiß weg. Ich locke ihn ins Feuer rein. Lassen Tower sind nicht so effektiv. Sondern? Würde ich komplett lassen. Gar nichts bauen da. Okay. Jetzt weg. Kurz sammeln. Eieiei, das war ein bisschen hier. Jetzt brauche ich schnell einen Schmiede. Schnell, 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 schnell. Sahne. Oder meinen anderen. Och, die stecken hier. Ja, doch. Halt hoch und jetzt habe ich schon hier eigentlich ein paar gute Schiffe. Und brauche dringend eine Schmiede für die Updates gleich. So, die sollen wir jetzt hier Marktplatz und Schmiede bauen. Ah, zu viele. So, jetzt droppt ihr mal Food, dann kann ich hochklicken.
Egal, scheiß drauf, mach ich auch so. Vielleicht auch so. So. Achtung, hier wird gekämpft. Ich brauche deine Schiffe hier. Wo? Bei uns am Hafen. Okay, Moment. Unserem Hafen, ist auch geil. So, ich muss jetzt mal schnell hier den Marktplatz bauen. Und ich muss hochklicken können. Komm schon, gib mir mal Holz. Fuck. Sehr gut. Unser Hafen? Jo. Aber wir treiben sie weg. Jesus. Okay, dann bleib auch weg. Bleib mal defensiv. Ich vergesse ja auch einfach Fischkutter jetzt. Das ist nicht wert. Die macht er immer wieder kaputt. Meinst du nicht mehr die Fischkutter bauen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal schnell hier den fucking Marktplatz bauen. Das kann nicht sein, dass ich kein Holz hab. Ey, ich bin gleich Ritterzeit vor ihm. Ich hätte schon längst hochklicken können, weil ich hab einfach die fucking Marktplatz vergessen. Muss den jetzt schnell bauen, dann kann ich hochklicken. Aber sehr gut, ich habe super viele Ressourcen, ich baue jetzt weiter Galeeren. Weil die werden mit den Updates, bei den Upgrades, bei den Wikingern immer, werden die richtig stark. Sehr gut. Ach, deswegen habe ich kein Holz, ja, weil ich die ganze Zeit Galeeren baue. Okay, klar, macht Sinn. So, das ist jetzt gleich fertig. Kann ich hier noch das Upgrade drauf machen? Sehr gut, dann klicke ich jetzt hoch. Aber guck mal dem seine Punkte an, ne? Ist schon heftig. Ist krass, ja. Der hat ordentlich was, der ist ordentlich was am Bauen dran, ne? Boy. Kondo. 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 So, schnell rein. Sonst verliere ich hier noch Wasser am Ende. So. So. Salve, Kondo. Impero, Kondo. Salve. So. Korrekt. Kondo, Kondo. Ach komm. Nein. Ihr Deppen. So, jetzt kann ich hier rein. Salve, Sane. Kondo. Kondo, Kondo. Impero. Kondo. Schön. Brauche ich gar nicht. Brauche nur eins. Eins brauche ich nur. Eins, komm. Eins rein da. Oh! Ja. Nice! So, jetzt machen wir den Tower mal weg. So, warte mal. Das Einzige, was jetzt natürlich. So, die ganze Insel sehe ich jetzt auch. Also, auch eine Landung ist jetzt nicht mehr überraschend. Oh, der macht hier schon gut Schaden. Der ist an unserem Turm und der Turm wird fallen. Unser Turm wird fallen. Turm ist gefallen. Ey, da müsste eine Burg stehen, das wäre geil. Ich greife jetzt seine Hilfen gleichzeitig an. Vielleicht hat er keine Verteidigung. Ja, das müssen wir aufgeben, glaube ich, den Hafen. Was meinst du? Soll ich noch einen Turm bauen? Weiß ich nicht. Ja, bauen einen Turm. Wir haben sonst keinen Hafen mehr. Ich habe keinen fucking Stein. Scheiße. Ah, scheiße. Mein PC ist abgestürzt. Mein PC ist einfach abgestürzt. Aus dem Nichts. Kann man das rekonstruieren, ne? Das Spiel? Ja, es geht doch mit Speichern, oder? Können wir mal kurz Marco hören? Ganz kurz Pause machen? Marco soll mal Pause machen, Regie. Der Start war jetzt nicht so sauber, das hätte jetzt noch gut laufen können. Marco, hörst du uns? Ja, ich hab's. Kurz mal nichts sagen. Ich meine, mein PC ist aus dem Nichts abgestürzt. Ja, ich seh's schon. Kannst du das mit Speichern machen? Da kann man ja weiterspielen, ne? Okay. Machen. Cool. Also was muss man jetzt hier drücken? Speichern und beenden.
Speichern und beenden. Genau, drück ich. Diesmal genau. Nicht einfach nichts klicken. So, ja, keine Ahnung, was es war. Ich habe auf jeden Fall Strom und so. Der ist einfach, ich habe, glaube ich, der hat einfach so einen Spack gehabt irgendwie. Es ist schwer, jetzt nichts zu sagen zu dem Spiel, aber wir machen wieder Mute, glaube ich. Ich glaube, ich bin gleich wieder drin, Regie. Das passt schon. Okay, Markus weg. Was sagt ich glaube schon, ja. Lacht einfach nur. Wir brauchen eine Burg am Hafen. Was hältst du von Burg? Ich trade alles auf Stein und baue eine Burg. Ja, ich habe halt kein Stein. Ich habe noch gar nicht Steinhack gebaut. Ich hab jetzt noch einen zweiten Turm gebaut, aber ich trade alles auf Stein, baue eine Burg. Wir brauchen einen sicheren Hafen. Anders ja, dann gehe ich jetzt auf jeden Fall auf Stein. Und du hast jetzt Schaden bei ihm gemacht ein bisschen, oder was? Oder nee, wie? Noch nicht. Ich bin gerade auf dem Weg. Ah. So, ich musste ja warten, bis ich die... Mit den kleinen Schiffen bringt das nichts so. Ich musste warten, bis ich halt ja, klar. Hochgeballert bin. Und wie macht man das jetzt? Ich bin jetzt gehe jetzt wieder rein und dann... Ach, Dateien, guck mal. Ah, da lädt der das so. Ist ja geil. Bei mir passiert nichts. Was soll ich machen? Ich bin halt in der Lobby und dann lädt das hier so. Ich glaube... Was meinst du mit dem Hauptmenü von Age of Empires? Oder? Nee, einfach, du musst jetzt wieder ins Spiel kommen. Also einmal rausgehen. Ja. Ist ja schon... Oder ich weiß nicht, oder ja, nicht ja, dass ich was Falsches sage. Schon. Alles gut, steig ein. Okay, gut. Heieieiei. Oh, zum Glück gibt es diese Funktion, ey. Ich dachte echt, jetzt ist es hier, muss man nochmal neu anfangen, weil wir sind gar nicht so schlecht. Okay. Okay, weiter geht's. Dann geht's weiter. Okay. Also, wo war ich stehen geblieben? Die müssen jetzt mal Stress machen. Hier, brauche ich jetzt doch keinen Turm, sondern ich baue mal Stein ab. So, und jetzt gehen wir mal hier Stress machen. Ich habe gute Ach so, ist ja meins. Wo ist der denn? Schon wieder, Alter. Was, warte mal. Ja, okay, alles gut. Sorry. So, ich kill jetzt mal seine Fischerboote. Alle Hotkeys sind weg. Ich kill jetzt mal seine scheiß Fischerboote hier. Ich finde das mit dem Turm eine gute Idee, Florentin. Ich kann dir da leider gerade nicht helfen, weil ich keinen Stein abgebaut habe. So, der wird sich jetzt um mich kümmern. Ist er schon abgezogen? Nee, es sind noch vier da, die aber gerade beschossen werden. Ich brauche ganz dringend Ballistik. So, ich zieh's lieber weit. Ich greife noch nicht seine Häfen an, weil ich glaube. Obwohl, naja, kann man ja mal machen. Soll er deine Burg bauen halt. Ich darf jetzt noch nicht das Wasser verlieren. Nein, falsch. Okay. Brauchen wir Gold? Schnell mehr Gold. Also warte. Doch nur. Hier meine. So, 5 Dorfbewohner. Zweites TC ganz dringend. Ein drittes meine ich. Machen wir hier so. Ich glaube, ich mache lieber hier Markkram. Wie viel kosten das? 175 Nahrung jetzt. Ah,
Ah, nee, da muss ich abzählen. Die Brander sind mir zu heftig. Diese fucking Brander, ey. Die sind krass, ja. Da ist auch schon wieder was zu uns auf dem Weg. Ja. So, ich baue jetzt einfach so Nahrung, Nahrung, Nahrung. Dann kann ich ja irgendwann hochklicken. Wie sieht's bei dir aus mit Imp? Ja, arbeite ich dran. Aber da ist die Nahrungssituation nicht ideal. Ja, geil, er hat aufgegeben, mich zu verfolgen mit den Brandern. Das ist gut. Guck ich mir mal seine Base hier an. Okay. Ich habe jetzt Chemie, jetzt müsste ich doch bald mal was upgraden können. Ja. Hier haben wir noch einen Sprengfluss, das kann einmal da rein. Da kommt schon die Burg. Ne, ist keine Burg. Lol. Ja, sehr schön. Mm. Okay, lol. Egal. Lol. Pugno, sale, sale, porro. Da. Da bin ich. Porro. Pugno, porro. Ach, da sind sie. Ah, egal. Mal da eins hin. Nee, egal. Ich muss wieder, das ist wieder Verzweiflung, aber anders geht's ja nicht. Ich gehe schnell hoch. Wo ist mein Marktplatz? Einkaufen, einkaufen. So, ich klicke mal hoch. Ah, ich baue noch eine Burg. Okay, dann machen wir es so. Oh Mann! Okay. Dann baut Burg. Baut eine Burg. So, jetzt sneaky rüber. Komm. Sneak. No sneak, no peek, Alter. Ich kann nichts mehr tun. Ich kann die Burg hier in Ruhe bauen. Das wird schon alles gut. Siehst du, was ich in der Base habe? Ich geh jetzt an Land hier mit der Scheiße. So, hau ab schnell, dass es nicht auffällt. Also bei mir war es das, ich bin erledigt. Hey, bleib mal dran jetzt hier. Nee, ich hab. Warte doch mal. Dann expandier, dann geh auf seine Insel. Ah, scheiße, der killt jetzt mal. Ach scheiße, der hat die Burg verhindert. Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Ah, jetzt macht er wieder seine Raid-Scheiße hier. Ja, natürlich, ich bin GG. Ich bin durch. Okay, wenigstens einen geilen Schuss hier hinkriegen. Ach, scheiße.
Ach, das nervt, diese fucking, diese kleinen Raid-Dinger da. Ja, ich hab die schon seit 10 Minuten. Ja, ist egal. GG. Ja, kannst vergessen. Ja, besser als erste, aber das ist halt auch dieses. Es ist echt ehrlich, ich hab überall auf die. Das ist eine lame Taktik. Ich hab überall auf die Map Türme gebaut, um zu sehen, falls er landet, aber in dem einen Fleck. Da ist er gelandet. Das ist wirklich fucking ärgerlich, weil ich genau wusste, dass sowas kommt und ich wollte deswegen alles sehen, um das zu verhindern. Sogar beim genau gebaut. Da hat er es gebaut. Das kotzt mich richtig an, weil das wusste ich, dass das kommt, aber ich konnte trotzdem nichts dagegen machen. Ja, GG, Marco, sehr gut. Gut gemacht. Ah, Jesus, macht echt gar keinen Bock. Fucking Teaminseln, ey, das ist ein Scheiß. Boah, das ist echt lame. Fühlt sich so hilflos. Ich habe gar keine Ahnung, welche Einheiten gut sind. Ey, da habe ich ein paar Brander weggemacht und dann kommt er mit anderen, größeren Brandern. Ich weiß nicht, was die machen. Schießen so komisch. Ja. Super Feuer. Komm, wir holen Rikon. Rikon macht einen Siegestanz. Oh, lebe laut Westenmann. Komm her, Rikon. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Rikon. Juhu. Nein, will er echt nicht. Nee, will er nicht. Ey, ist das jetzt sein Ernst oder was? Was denn? Darf ich mich nicht freuen? Verboten? Ja, wir waren bessere Gewinner. Ja, welche? Nee, war doch schön, hat doch Spaß gemacht. Und ich fand es halt, ey, wie gesagt, kurz hatte ich auch wieder Bammel, weil ihr da hinten schon wieder Türme aufgebaut habt, die Burg dann an den Häfen. Und wenn, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ich habe Donnys Flotte nicht mehr gefunden. Ey. Sie hat auch gut gemacht, dass er dann meine Fischer weggemacht hat. Das hat alles mich nach hinten geworfen. Es war. Hey, naja, das höre ich gar nicht so ungern gerade. Sicher war. Immerhin. Ja, aber das ist, da fehlt uns. Also, ich kann nur sagen, vielen Dank, Florentin, Lob an dich. Ich finde, du hast es gut gemacht. Wir haben ja immer so ein bisschen, wir haben eine gute Kommunikation mittlerweile. Sehr viel Ansagen gemacht. Du hast ja auch mit den Türmen, das fand ich eine gute Idee. Hat jetzt Marco ja auch gesagt. War ja auch ein Gamechanger, in Anführungsstrichen, auch wenn wir verloren haben. Aber das war gut. Und ja, und das ist halt auch dumm gelaufen. Jetzt hat er halt diese eine Stelle gefunden. Du hast ja, das hat er ja vor dem Spiel gesagt, du wolltest diese Wachtürme. Ich habe überall Wachtürme hingepflastert. Mhm. Nur ich dachte nicht, dass er genau zwischen uns landet, weil ich dachte, da sehen wir ja, was passiert und die Marktkarren fallen hin und her. Mhm. Aber genau da hat er dann die Kasernen aufgebaut. Naja. Ja, aber war das dann einfach Glück, Marco, oder was? Wie, was Glück? Also, das habe ich im ersten Spiel, bin ich ja auch genau zwischen euch gewesen. Und. Ja, das hat da ganz gut funktioniert und ich wusste halt schon, also ich hatte jetzt keinen guten Platz sonst gefunden, weil ich wusste schon, dass ihr dort bis ans Wasser bauen werdet und dass ihr sogar Außenposten hattet, ist ja natürlich noch schlimmer für mich eigentlich. Ja, also das war dann eine Mischung aus Glück und Erfahrung, also vom vorherigen Spiel. Ja. Spiele. Ja. Lassen wir aber mit Wasser, oder? Ich hätte so Bock auf Arabien jetzt, ey. Ich würde alles reinlegen. Ja, ich finde es so trocken da. So ganz trockenen Mund kriege ich da immer. Nee, also Wasser, so Küstenluft gefällt mir. Ich hätte so Bock auf fucking, ich mit so 6-7 Rittern, den mal schön mal hier den Arsch versuchen. Hast du das gemerkt mit seinem Volk? Was? Achso, Donny, hast du das gemerkt mit deinem Volk? Was denn? Dass du das falsche Volk genommen hast? Was hatte ich denn? Du hattest nicht Malaien, du hattest Malier. Ja, ich wollte Malier. Ja, aber Malaien sind die mit den schießenden Häfen. Oh. Was? Ja. Malier und was, wie heißen die anderen Malayan. Auf Deutsch? Auf Deutsch bitte, die einen heißen Malier und die anderen? Malayan. So heißen die auf Deutsch? Ja. Ja, der Chat verlangt, dass wir hier die Weste abgeben sollen. Wo ist die Weste? Ja, würde ich auch gern wissen, ne? Ja, wo ist die Weste? Wir wissen, tatsächlich. Warte mal, das kam gerade falsch rüber. Wir wissen wirklich nicht, wo die Weste ist. Ja, das Ding ist halt wirklich. Das war jetzt kein Gag oder so. Wir haben der Niklas hier. Wir wissen es leider nicht, aber du hast sie dir tapfer erspielt. Ich habe auch meinen Titel schon abgegeben. Niklas! Hat er sie gefunden? Ah, scheiße. Das ist sie nicht, aber das ist meine. Ist eine, oder ist sie das? Ist sie das? Ist sie das? Es ist sie nicht, aber es ist meine Weste. So ein Bullshit, ja, komm, dann soll er das Wasser, jetzt halt. Wasser, was soll Wasser? Was soll das? Das ist doch kein Kampf, das ist ja hier so. Immer nur mit den Schiffen da rum dingsen. Das ist doch keine richtige Map. Das ist jetzt wieder der Alte. Okay, das ist schon ein bisschen witzig. Die, oh!
Gott. Zurück. Ja, Gratulation, Marco. Tatsächlich. Hat Spaß gemacht. Wir müssen heute pünktlich Schluss machen. Florentin geht jetzt direkt rüber ins Studio zu Verfixte Klicks. Da geht es jetzt live weiter. Das guckt ihr euch auf jeden Fall an. Und wenn ihr es nicht live guckt, guckt das euch auf jeden Fall jetzt in der VOD an auf YouTube. Denn dann wird die wahrscheinlich auch schon online sein, die Folge Verfixte Klicks. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt Rage of Empires. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Unterhaltung. Gratulation, Marco. Wir hören uns auch nicht so scheiß Westenlied jetzt noch an bis zum Ende und dann ist auch gut. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Online. Ciao, ich bin nächste Woche nicht da. Lass laufen, lass das Lied noch 10 Sekunden laufen. Nächste wir verlassen das Studio. Nicht in seinen Bann. Reuet nicht, was man euch angetan. Mehret gar trefflich die Untertan. Straft Refel und Tumpheit und haltet dann das heilige Wams wieder in eurem Arm. Westenmann, Lord Westenmann, fangt endlich zu trainieren an. Viel zu lang her, dass er gewann. Wackerer Lord Westenmann. Fangt endlich zu trainieren an. Viel zu lang her.